Einen wunderschönen guten Nachmittag an diesem wunderbaren Oktobertag, dem 10. Oktober, um genau zu sein. Herzlich willkommen zum MTB News Podcast Pokal über Spital mit der Episode 15. Warte mal. Ja, was denn? Was ist denn mit deinem Audio eigentlich? Ich wollte auch gerade fragen, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es klingt so ein bisschen blechern. Okay, gut. Sollen wir nochmal anfangen? Ja, klar. Mal fertig? Also ich klinge gut, ja? Ja. Klingen alle gut? Jung und frisch wie immer. Ja. Sehr gut. Einen wunderschönen guten Nachmittag an diesem 10. Oktober 2018, der uns mit wunderbarer Herbstsonne draußen begrüßt. Herzlich willkommen zum Mountainbike-Podcast Pokal oder Spital mit der Episode Nummer 15 und ich begrüße wie gehabt meinen geschätzten Kollegen Moritz aus Wiesbaden. Hallo, ich begrüße euch alle wie gehabt zurück. Oder Moritz in an Wiesbaden. Diesem wunderschönen Herbsttag. Nicht aus Wiesbaden, aber in Wiesbaden. Ja, Moritz ist okay, aus Wiesbaden. Dass du es sagst. Das klingt wie so ein deutscher Singer-Songwriter. Moritz aus Wiesbaden. Ja. Das sollte ich mir vielleicht überlegen, aber ich kann gar nicht Gitarre spielen. Okay, und dann hallo Hannes in Dänemark und Markus aus Berlin. Ja, hallo. Den besten Seher Bubikopf. Hi. Ja, hier ist auch wunderbares Herbstwetter. Das ist grandios. Habt ihr mal zuletzt die Sonnenuntergänge euch angeschaut in den letzten Tagen? Ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber hier. Ja. Ich habe noch nie solche Farben am Himmel gesehen. Unfassbar. Ich habe das direkt jedes Mal fotografiert mit der Drohne. Und da kamen richtig geile Fotos bei rum. Ja, hat sich gelohnt. Und ich hoffe, es bleibt noch eine Weile so. Hast du dir da unsere Tipps zur Fotografie zu Herzen genommen? Ja, ich habe die nochmal durchgehört und das hat mir doch sehr geholfen. Immer in 90 Grad zum Himmel. Genau. Ja, Drohne hoffentlich aufs Stativ gestellt. Ja. Sehr gut. Die Angelrute auf. Ich habe mir diese Drohne tatsächlich aus Gründen dieser Herbst- und Sonnenuntergänge gekauft letztes Jahr. Ja, es ist ziemlich genau ein Jahr her bei dir und bei mir ja auch. Ja, ich habe ja nur wenige Tage nach dir gekauft. Und hast du es bereut bisher eigentlich? Null. Das war tatsächlich eine der absolut besten Kaufentscheidungen irgendwie der letzten Jahre. Ich hätte nicht gedacht, dass die so oft genutzt werden würde. Es gab so zwischenzeitlich im Sommer mal so eine Phase, wo die ein paar Wochen irgendwie in der Ecke stand. Mhm. Aber es gibt so viele Situationen, wo ich denke, ach, das müsste man doch irgendwie fotografieren. Und in der Stadt mache ich auch öfter mal was. Aber halt ganz viel wirklich diese Sonnenuntergänge. Heute Morgen war ich wieder kurz unterwegs. Die Bilder dazu, da können wir sicherlich eins in die Shownotes packen. Na klar. Einen Link. Ich glaube, dir hatte ich es geschickt, Markus, ein Bild. Ja, morgen war, also ganz Lemgo war in so einer Lemgoer in so einer Wolkensuppe irgendwie drin. Hm. Inversionswetterlage heißt es, glaube ich. Und da bin ich ein bisschen rausgefahren. Wenn man so einen blauen Fleck irgendwo sieht, wenn man da hinfährt, kommt man meistens am schnellsten irgendwie aus diesem Nebel raus. Und das hat auch dann gepasst. Und ich habe dann wunderschöne Halbnebel-Sonnenaufgangsfotos gemacht. Und das funktioniert mit der Drohne einfach sehr gut. Ja, ich habe es auch bisher überhaupt nicht bereut. Ich habe dieses Jahr so ein Projekt angefangen. Das braucht aber noch ungefähr bis zum Jahresende, bis das abgeschlossen ist. Mit der Drohne. Und das Projekt hat was mit Video zum Schluss zu tun. Und deswegen habe ich mir gerade heute von unserem geschätzten Thomas mal kurz Final Cut zeigen lassen. In dieses Videoschnittprogramm. Und ich hoffe, dass ich das bis zum Ende des Jahres dann irgendwie drauf habe und mein Projekt verwirklichen kann. Keine Ahnung, ob das was wird, aber geil, im Kopf existiert es bereits und das ist ziemlich cool. Mal schauen. Alle Nachbarsfenster genau. des Ortes dran vorbei. So. Genau. Mal kurz reingehalten. Ja. 100 habe ich schon. Genau. Ja, also nochmal herzlich willkommen bei Pokal oder Spital, eurem Lieblingsdrohnen-Podcast. Was haben wir heute noch für Themen? Wir haben neben Drohnen Biersorten, es klingt schon gerade danach, und mit einem wunderschönen Gift, das werde ich auch in den Shownotes verlinken. Ich habe heute, oder ich mache es mir direkt mal auf, ich bin tatsächlich heute wieder alkoholfrei unterwegs. Es wird wieder anders werden, oder ich werde mal abends mal wieder ein Bier vortrinken, aber im Moment habe ich tatsächlich wenig Lust, irgendwie um 14.37 Uhr ein Bier aufzumachen an einem Mittwoch. Und deswegen gibt es bei mir heute ein Heineken 0,0. Das ist auch relativ neu, glaube ich, dass von Heineken so ein komplett alkoholfreies existiert. Und das werde ich mir mal reinziehen. Und ihr Baristi habt, glaube ich, Kaffee gemacht. Kann das sein?
Also ich hab mir natürlich einen Kaffee gemacht. Ich habe auch irgendwie das heute mit dem Bier nicht so irgendwie auf dem Schirm gehabt und fühle mich auch nicht entsprechend, hier jetzt am Mittag oder am frühen Nachmittag Bier zu trinken. Und bin daher runtergegangen, habe die Maschine angeheizt und ja, habe mir ein Latte Macchiato mit meiner Lieblingskaffeesorte gemacht, die da heißt Manaresi. Super guter Kaffee, trinke ich jetzt auch schon seit 6 Jahren, 7 Jahren. Und ja, den habe ich jetzt gerade hier als, wie gesagt, Macchiato. Und der wird mich jetzt hier noch ein paar Minuten begleiten und dann mal gucken, werde ich auf Wasser umsteigen. Und Moritz, du hast hier ja ein paar Pocket Coffee eingeworfen. Oder hast du richtigen Kaffee da stehen? Powerbar. Nee, also ich muss euch zustimmen, jetzt mittlerweile 14.38 Uhr. Ist mir auch schon viel zu spät, um da noch Bier zu trinken. Schon viel zu besoffen, Pegel schon ganz weit oben. Dann kriegt die Flasche nicht mehr auf. Jetzt steige ich für gewöhnlich auf Longdrinks um. Nee, ich habe eben noch einen Kaffee getrunken, trinke jetzt eine Mio Mio Mate. Schon wieder? Werbung da, Markennennung. Ja. Habe ich auch hier, ich habe eine La Mate stehen. Bin ich auch mal gespannt, mit einem Lama drauf, ein wunderbares Wortspiel. Oh. Eine La Mate. Das verstehe ich jetzt nicht. Ja. Von die Rewe Eigenmarke. Rewe. Echt, haben die jetzt sowas? Ja. Muss ich doch mal hier in meinen Lieblingsladen in Rewe um die Ecke gehen? Ja. Ja. Na, daran merkst du auch, dass irgendein Getränk durch ist, oder? Wenn es das bei Rewe als Eigenmarke gibt. Ja. Oh Mann. Oder wenn es bei Lidl oder Aldi Craft-Biere gibt, dann weißt du, okay, alles klar. Ja, das ist kurz das davor, glaube ich. Da fehlt nicht mehr viel. Letztens gab es bei Lidl auch 3 Gins und 3 verschiedene Tonic Water. Echt? Ja. So als Aktion. Was waren das für Gins? Gute Frage. Gab es so ein Original London Dry und dann gab es so ein Mediterran und dann gab es noch einen, irgendwie der kräuteriger war. Ich weiß nicht mehr. Ich habe einen, glaube ich, mal zum Probieren genommen. Der war okay. Hm. Kostet auch ein bisschen mehr als ein Standard-Gin, irgendwie 15 Euro. Und ja, die Tonics, die habe ich mir alle mal mitgenommen in so viel so 0,2er Fläschchen waren das passt, halt. Passt, ja. Soll der Lidl Gin nicht ganz gut sein? Also ich fand ihn jetzt okay, die machen, ja. Die machen ja auch gute Sachen. Ja. Und Lidl lohnt sich. Ja, Lidl lohnt sich. Genau. Erstmal zu Penny. Ja. So, haben wir alle durch. Rewe, beste Wahl. Penny, Lidl, Aldi. Kaufland, Markus, da gehst du doch. Das gibt's doch bei euch. Wie gesagt, am Meer. Ich gehe ja zu Edeka, supergeil. Ach so. Friedrich Lichtenstein. Das ist doch dieser Maler, oder? Keine Ahnung. Ich bin nur supergeil. Okay. Ja, kommen wir mal wieder. Also, euer Lieblings-Discounter-Podcast kommt jetzt zu den Themen. Nachdem wir alle unsere Getränke jetzt vor uns stehen haben, kann uns Moritz mal sagen, was wir denn heute thematisch machen. Denn es gibt, oh Wunder, die Saison ist vorbei, kein World Cup im Moment, sondern eine neue Jahreszeit. Ach so, ja. Ich würde euch jetzt gerne sagen, dass wir uns heute über Herbstthemen unterhalten, wie zum Beispiel, ich trage vor, fahren wir im Herbst und Winter überhaupt Fahrrad? Was ziehen wir an? Was ist besonders geil am Herbstbiken? Was ist besonders scheiße am Herbstbiken? Was haben wir für Produktempfehlungen? Also ein feines Potpourri an Themen zu dieser güldenen Jahreszeit, würde ich jetzt alles sagen, aber ich weigere mich, denn Markus hat mal wieder nicht unser Intro-Lied gespielt. Und das finde ich nicht in Ordnung. Außer wollen wir euch nicht alles verraten. Soll das Lied noch kommen jetzt eigentlich? Ja, wo ist das Intro-Lied? Ja, mach. Kannst du gut einbauen. Da hast du dich aber geehrt. Ach Mist, das war der falsche Ordner. Ah, nicht schlecht, hat aber gut gepasst. Gekaufte Redakteure. Unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz. Und damit begrüße ich in Wiesbaden. Ja, also ich finde es echt nicht in Ordnung, dass die Intro-Melodie immer weggelassen wird. Stellt euch mal Alarm für Cobra 11 ohne das tolle Lied am Anfang vor. Das wäre immer noch ziemlich geil, aber eben nicht so toll, wie es ist. Jetzt mal kurz gucken. Alarm. Ja, spiel mal an, ich kenne das Lied tatsächlich nicht. Jetzt, ich weiß nicht mal, ob das geht mit YouTube hier reinspielen. Das müsste ich nochmal bauen, das wäre eigentlich auch ganz geil. So. Nee, es geht natürlich nur über meinen Lautsprecher hier. Mhm. Hört ihr das? Mhm. Ganz schlecht wahrscheinlich. Ah, da höre ich's. Ah ja.
Stimmt. Naja, okay. Das klingt kann so dramatisch. Sich, kann man sich ich will direkt weiterschauen. Ja. Episch. Ja. Na gut, heute genau. Steht der Herbst in unserem Mittelpunkt. Genau. Pause. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Oh Mann. Ja, aber das kriegen wir hin. Genau. Alarm für Cobra 11. Schön, die schauen uns eintragen. Markus, das machst du super. Alarm für Cobra 11. Ja, also Hannes, du hast es eben gesagt. Der Sommer ist vorbei, die World Cup-Saison ist vorbei, die Rennsaison ist vorbei. Die ganzen großen Events des Jahres sind durch. Und jetzt kommt der Herbst. Jetzt kommt der Herbst. Ich habe mein Fahrrad eingemottet und die Rollschuhe angezogen. Jetzt war ich nur noch Langlauf auf Rollen. Bis zum März. Nein, das mache ich natürlich was nicht. Was könnte der Grund dafür sein? Der Grund, gute Frage. Es gibt wahrscheinlich wirklich Leute, die das machen. Witzigerweise habe ich, ich kenne diverse Triathleten, die erst ihr Mountainbike auspacken, wenn es so richtig eklig draußen ist. Das heißt, im Sommer fahren die halt die ganze Zeit Rennrad, trainieren nur auf dem Rennrad und im Winter fahren die dann nur Mountainbike. Und da greift man sich als Mountainbiker so ein bisschen an den Kopf und denkt so, aber die ganzen schönen Trails und das Ganze macht doch viel mehr Spaß alles im Sommer. Aber nein, für die ist es halt so, okay, ist mir zu nass auf der Straße im Winter, also fahre ich Mountainbike. Aber ist es denn so? Macht es denn viel mehr Spaß im Sommer? Für mich ist ehrlich gesagt, also das Biken im Herbst hat seine Vor- und Nachteile, die werden wir sicherlich alle noch erläutern. Ich würde zumindest erstmal für mich sagen, dass ich auf jeden Fall im Herbst und im Winter weiterhin fast genauso viel unterwegs bin wie im Sommer. Allerdings definitiv mehr in der Dunkelheit. Und das Ganze dauert auch einfach ein bisschen länger, um sich fertig zu machen und das Bike zu putzen. Im Nachhinein, was meistens gemacht wird. Und deswegen, also ich fahre generell schon lieber im Sommer, weil einfach gerade in diesem Sommer und jetzt immer noch, also wir haben ja offiziell jetzt langsam mal Herbst, aber mir gefällt es trotzdem, oder beziehungsweise finde ich es im Herbst jetzt trotzdem noch sehr, sehr gut in diesem Herbst 2018, weil es einfach weiterhin trocken ist, es regnet kaum und der das Wald ist ja eigentlich halt, wie Sommer gerade noch. Genau, es ist halt ein mega Sommer irgendwie. Jetzt die ganze Woche haben wir 20 Grad, wir haben jetzt Mitte Oktober, also das muss man sich auch erstmal vorstellen. Also so finde ich es jetzt eigentlich gerade perfekt. Wunderschönes Licht, es wird vielleicht ein bisschen zu früh dunkel jetzt langsam schon, aber ja, geht aber noch. Das nervt wie sonst was. Ja, ja. Und aber ja, also für mich, um diese Frage zu beantworten, ich fahre auf jeden Fall im Herbst und Winter weiter Fahrrad und freue mich da auch schon drauf. Wie sieht es mit euch aus? Moritz, fährst du Fahrrad im Winter und im Herbst? Ja, ich fahre Fahrrad im Winter und im Herbst. Meine Frage war ja eigentlich, ob es dir genauso viel Spaß macht wie im Sommer. Aber das hast du ja auch beantwortet. Ja. Und ich war letzte Woche am Dienstag mit meinem lieben Kollegen, dem Arne, unterwegs. Bei uns auf einem Berg in der Nähe. Und das war der erste Tag in diesem schönen Sommer oder in den letzten Monaten, wo es einfach mal so richtig geschüttet hat. Und es hieß, es soll trocken bleiben, aber das Gegenteil war Dienstag der Fall. Dienstag war es hier auch, es war so kalt und eklig nass. Und es war so richtig nass kalt, also irgendwie so 5 Grad und Dauerregen gefühlt eher wie minus 2 Grad. Und ich fand es super, 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 super. Also ein sehr gutes Super. Das Fahren selbst hat mir riesig Spaß gemacht, weil etwas komplett anderes als jetzt auf den staubtrockenen Trails zu fahren. Man muss einfach anders an die Sache rangehen. Das Tempo ist nicht mehr so hoch und so weiter. Aber das reine Fahren an sich hat mir extrem viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich jetzt auch sehr auf den Herbst im Sinne von nasskalter Herbst. Aber was mir im Herbst dann doch ein bisschen nervt und was dann meine Motivation noch ein bisschen senkt, ist das Ganze vorher und das hinterher vor allem. Also man kommt dann zum Auto oder kommt nach Hause, muss den ganzen Kram einladen, muss das Fahrrad sauber machen, die Klamotten sehen aus wie Sau. Und du bist im Prinzip, nachdem du mit dem Fahren fertig bist, noch eine Stunde damit beschäftigt, alles erstmal so aufzuräumen, dass du überhaupt die Wohnung betreten kannst. Das nervt mich ein bisschen. Dann machst du irgendwas nicht richtig. Ja, was machst du denn richtig als? Also schon allein dieses Fahrradputzen habt ihr jetzt beide erwähnt. Das findet bei mir meistens irgendwie nicht statt. Das mache ich dann mal am Wochenende, wenn ich Zeit und Lust habe. Ja, weil bei dir nur Sand ist.
Naja, dreckig ist trotzdem. Aber ich stelle es dann halt einfach in die Garage und lasse es da abtrocknen. Und ja, wie gesagt, am Wochenende kommt dann mal der Kercher, geht irgendwie mal drüber. Ja, wenn siehst du, das ist der fundamentale Unterschied. Ich habe keine Garage, sondern ich muss das Fahrrad hier oben bei mir in der Wohnung aufbewahren. Ja, ich habe ja auch direkt schon mal in Wohnungen gewohnt. Ich hatte dann so eine, kennt ihr das vom Maler, diese Crepe, 1 Meter breiten Crepe-Papier-Dingse, die man auf den Boden legt als Spritzschutz. Davon einfach 3 übereinander und dann stellst du das Fahrrad drauf, lässt abtropfen und dann ist gut. Also wenn ich halt fahre, dann ist halt mit Abtropfen eigentlich nicht viel her, weil das Ding halt vor Dreck starrt und sich überall halt massiver Matsch festgesetzt hat. Und wenn ich das Ganze trocknen lassen würde, was ich tatsächlich manchmal mache, wenn ich wirklich keine Zeit habe zum Putzen, aber dann weiß ich halt, die nächste Fahrt, da ist dann Kette, Schaltung und so, das funktioniert dann alles dermaßen blöd, weil alles komplett vollgetrocknet ist. Und also na, die Kette solltest du natürlich schon irgendwie vor dem Fahren einmal nass machen. Naja, nicht nur die Kette. Nein, es geht das ganze System. Also wie gesagt, man hat, ich glaube tatsächlich, liegt vielleicht auch daran, dass bei dir dann anderer. Ja, wir haben nicht so Matsch viel Lehm im Boden drin. Ja, genau. Ich denke mal, das also ist vielleicht der Grund, dass es hier nicht so extrem ist wie bei euch. Ja. Also hier sieht das Fahrrad echt dann entsprechend aus. Ganz kurz noch dazu, warum ich im Sommer tatsächlich einfach oder warum es für mich angenehmer ist, im Sommer zu fahren. Nicht nur, weil man eben so lange braucht, vorher und hinterher, was Moritz schon erwähnt hat, sondern eben auch, okay, es ist irgendwie, du bist mit der Arbeit fertig, du hast, keine Ahnung, auch eingekauft und es ist irgendwie 20 Uhr und du sagst dir, ach komm, fährst jetzt noch eine Stunde und du ziehst dir einfach nur kurz eine Hose an, ein Trikot an und nimmst nicht mal irgendwie eine Flasche mit oder so. Sonst nackig ich durch die Gegend rennen. Genau, sonst war ich immer unten ohne. Das ist halt, im Winter fahre ich immer unten ohne. Es ist, also, nee, einfach nur, man macht eigentlich jetzt gar nicht irgendwie groß Tamtam, was ziehe ich jetzt an und ich brauche jetzt eine Jacke und ich brauche noch vielleicht eine erste Lage oder was weiß ich. Nee, einfach kurz irgendwie Hose, Trikot, Schuhe und dann halt ab dafür und dann einfach eine Stunde lang halt ballern, ohne irgendwas mitzunehmen. Und du kommst nach Hause, schiebst dein Rad in die Garage und gehst kurz duschen und das war's halt dann. Mhm. Und im Herbst und im Winter, ich erinnere mich, dass beim Rennradfahren ist es dann teilweise noch schlimmer, weil man noch mehr anziehen muss. Da ist es halt wirklich, was machst du jetzt? Okay, sind die Trails sehr nass, ziehst du jetzt irgendwie die wasserdichte oder wasserabweisende Hose an oder reicht die normale? Auf jeden Fall, dieser Dreckaspekt, der ist im Herbst schon blöd. Okay, na, da bin ich aber schon. Aber zur Stimmung, und da sind wir auch direkt beim nächsten eigentlich ja, oder wir überspringen mal ganz kurz, die Stimmung ist im Herbst wunderschön, wenn halt die Blätter langsam fallen und irgendwie sich alles irgendwie verfärbt und die Sonne geht so wunderbar unter. Das hatten wir jetzt ja gerade schon, was die Sonnenuntergänge angeht. Reifenabrollgeräusche auf frischem Laub. Ganz toll. Ja, zum Beispiel. Ja. Und generell oder auch so einfach so im Nieselregen einfach wirklich mal so eine Scheiß-drauf-Runde irgendwie. Und macht auch extrem viel Bock und mache ich tatsächlich auch dann häufig. Ja. Seid ihr bei allen Temperaturen und Regengeschichten und so auch unterwegs oder sagt ihr dann eher, boah, nee, ich war doch, bis es wenigstens trocken ist von oben? Na, prinzipiell ja. Mhm. Die Häufigkeit ist aber etwas geringer, würde ich sagen. Also im Sommer, wenn es 35 Grad sind, dann motiviere ich mich eher, aufs Fahrrad zu steigen, als wenn es regnet. Wenn ich aber Lust habe zum Radfahren, dann ist es egal, welches Wetter draußen ist. Und dann kann es regnen und schütten oder es schneit oder es ist eisig. Das ist dann ja vollkommen egal. Ja, bei mir ist es lustigerweise genau andersrum, das, was du gerade mit dem Wetter angesprochen hast oder mit den Temperaturen. Wenn es im Sommer irgendwie Juli oder August oder wie es jetzt wird von Mai bis September durchgehend 35 Grad sind, dann kann ich mich eigentlich eher schlecht aufraffen, aufs Fahrrad zu steigen, weil es dann gerade bei so einer drückenden Hitze, wenn man da tagsüber fahren will, finde ich schon ganz schön hart. Deswegen ist es mir eigentlich lieber, bei kühleren Temperaturen zu fahren. Wenn es dann auch irgendwie dauerhaft regnet, also wenn ich weiß, es werden jetzt 2 Grad und 7000 Liter pro Quadratmeter in den nächsten 2 Stunden, dann gehe ich mit Sicherheit nicht raus, aber prinzipiell fahre ich schon. Ja. Das ist wohl auch richtig. Aber prinzipiell fahre ich schon das ganze Jahr über durch. Bei uns in der Gegend war es eigentlich immer so, dass man so bis Dezember, Januar gut fahren konnte. Also dass es nicht geschneit hat, dass es nicht vereist war, was für mich so ein bisschen die Grundvoraussetzung ist,
weil sonst einfach so die ganzen Zubringer zu den Trails nicht richtig befahrbar sind. Aber prinzipiell so bis Januar geht es normalerweise super hier. Eigentlich mag ich die Jahreszeit zum Fahren so mit am liebsten. Ich finde, man wird so ein bisschen sommermüde. Also wenn die Trails die ganze Zeit nur trocken und staubig und noch trockener und noch staubiger sind, dann, ja, dann weiß man das irgendwann gar nicht mehr so richtig zu wertschätzen. Und so die besten Erinnerungen ans Mountainbiken, jetzt mal abgesehen von in Whistler im Bikepark den ganzen Tag fahren, die besten Erinnerungen habe ich eigentlich immer so an richtig schöne Herbsttage, wenn der Boden so leicht feucht ist und wenn man nochmal ja, die letzten warmen Sonnenstrahlen im Herbst genießt oder gerade dann im Frühling, wenn das Wetter die letzten Monate mies war und dann merkt man so richtig, ah, jetzt geht die Saison los und der Boden ist perfekt und die Natur blüht und so weiter. Also das sind für mich eigentlich so die besten Erinnerungen ans Mountainbiken und deswegen freue ich mich jetzt eigentlich auch sehr auf den Herbst und auch auf den Frühling und den Winter dazwischen. Der fällt hoffentlich nicht so lang aus. Ja, aber das mit dem Frühling, das geht mir genauso. Das ist einfach immer das Größte. Wenn irgendwie so Ende März, Anfang April der erste Tag ist, wo du mit ja einfach nur Trikot raus kannst, kurzarm-Trikot raus kannst und einfach mal das erste Mal so fährst, weiß nicht, 20, 23 Grad und das ist einfach so ein, das gibt so ein Glücksgefühl, das kann man auf überhaupt nicht Fall. Beschreiben, ja, und dann weißt du, okay, jetzt ist der kalte Dreck irgendwie hinter uns und jetzt geht's los, ein halbes Jahr lang Action, Sommer, Sonne, was Moritz ja nicht so gut findet, aber ja, für mich ist der Frühling immer das, dieser Punkt, ja, der das sozusagen definiert. Im Herbst, ja, das ist, ich mag das auch, durch den Herbst zu fahren, vor allen Dingen, wenn du jetzt irgendwie Laubwälder hast und ja, die Farben halt einfach so richtig geil rauskommen, wenn die Sonne scheint. Das ist auch unwahrscheinlich schön und das werde ich jetzt auch gleich nach der Aufnahme machen. Habe ich vorhin beschlossen, weil es einfach hier auch 20 Grad sind, die Sonne scheint und ja, das werde ich jetzt einfach, glaube ich, nachher nochmal genießen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte, aber ich hatte eh Hannes unterbrochen. Dir liegt doch bestimmt noch dein Gedanke auf der Zunge, oder? Boah, den weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr. Aber ich würde mich an den Frühling auch nochmal kurz anschließen. Ich würde das definitiv unterstützen, was deine Frühlingsgedanken, deine Frühlingsgefühle quasi angeht. Ich finde auch diese Zeit zwischen März und April, wenn das Ganze gerade so schwankt. Ich habe auch immer manchmal schon so Ende Februar kommt manchmal so das Gefühl schon, man ist so draußen und man riecht so den Frühling irgendwie so langsam und denkt so, es gibt so Jahre, okay, jetzt, da ist, ja, dann es ist, geht jetzt so langsam los und dann schwingst du dich aufs Rad und dann fällt uns auch hier immer auf, wir sind ja auch so ein bisschen auf Strava unterwegs und dann sind so auch gerade bergab werden von uns so die schnellsten Zeiten eigentlich dann immer so im März, April gefahren, weil die Trails einfach perfekt sind. Es liegt, es ist noch, das ganze Grün ist halt noch nicht da. Es fängt langsam irgendwie an, so die ganzen Knospen überall, aber sonst sind die Trails halt komplett frei, keine Brennnesseln und du hast einfach, und trotzdem halt sind die Trails meistens dann schon ein bisschen trockener und man kann einfach wirklich richtig schön fahren und finde ich, ja, also hat sehr viel mit dem Herbst gemein, nur beim Herbst kommt halt dann doch immer irgendwie diese Regenwahrscheinlichkeit eher dazu, wobei ich irgendwie im Gefühl habe, dass es dieses Jahr echt relativ trocken bleibt. Ist schon wieder komisch, ne? Ja. Ja. Also könnte echt gut. Sollen wir mal zum nächsten Punkt auf unserer Liste kommen, nämlich was passiert denn, wenn der Herbst besonders nass wird, beziehungsweise was ist besonders nicht so toll am Herbstbiken? Man erkältet sich und bleibt zu Hause. Das liegt ja nicht am Herbst. Das liegt an den Abwehrkräften. Für die Gegend hier gibt es eine ganz interessante Sache, die ist mir letztens so bewusst geworden. Also wir haben ja, wie schon öfter erwähnt, doch sehr sandigen Boden hier. Und der ist jetzt in diesem Jahr durch den fast nicht existenten Regen derart tief aufgelockert, dass du überhaupt nur mit dem Mountainbike vernünftig durch den Wald durchkommst. In normalen Jahren kann man eben auch einfach hier mal den Crosser nehmen und mit dem Teil ordentlich Geschwindigkeit durch den Wald machen. Das geht dieses Jahr überhaupt nicht. Ich bin den ganzen Sommer über, wenn ich nicht Rennrad gefahren bin, eigentlich nur Mountainbike gefahren, weil der Crosser einfach komplett sinnlos ist.
Und es hatte vor 2 Wochen, glaube ich, hat es mal geregnet irgendwie einen Tag lang. Und das hat schon so viel ausgemacht. Der Sand hat sich wieder zusammengezogen, wurde wieder so ein bisschen komprimiert. Und jetzt kann man auch wieder mit dem Crosser irgendwie durch die Gegend fahren. Das Problem ist, seit diesen, vor 2 Wochen, seit diesem Zeitpunkt, als es geregnet hatte, ist es wieder trocken und das Ganze fängt jetzt von vorne an. Und das heißt wohl, dass das ein Mountainbike-Herbst werden wird, wenn es so bleibt. Was aber auch okay ist, weil Mountainbike macht ja auch Spaß, habe ich gehört. Ja, du arbeitest ja für MTB-News und nicht für Crossrad-News. Ja, ja, naja, unter anderem, ne? Ja. Aber es so hatte ich vorher auch noch nicht gehabt. Also dass einfach nichts anderes ging. Eine ganz, ganz komische Sache. Ja, so ist so gesehen besteht halt die Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nochmal auch ein bisschen regnet im Herbst, weil ich würde auch gern mal wieder intensiver mit dem Crosser fahren. Und das ist ja jetzt eigentlich auch genau die Crosser-Saison, die jetzt beginnt. Nur wenn es eben alles sandig ist, dann macht es keinen Sinn, weil kein Spaß. Okay, merken wir uns. Markus findet Sand am Herbst doof. Hannes, du? Ja, ich finde höchstens, wie gesagt, die Kälte und dass man mehr anziehen muss, doof. Hm. Womit wir auch schon beim Thema werden. Ich weiß gar nicht, ob du darauf hinaus wolltest vorhin, Moritz? Naja, noch nicht ganz. Und worauf wolltest du denn hinaus? Na, eigentlich wollte ich sagen, was ich noch doof finde am Biken im Herbst. Ja, sag mal. Ich finde doof am Biken im Herbst, dass man nass wird, dass man aussieht wie Sau. Ich mag es gar nicht, wenn die Hose hinten am Po-Bereich durchweicht und man da auskühlt. Das hinterher finde ich doof, wenn man die ganzen verschlampten Sachen sauber machen muss und ins Auto laden muss und dann waschen muss, bevor man sie in die Waschmaschine tun kann, weil man sich sonst die Waschmaschine zerstört. Kalte Hände sind nicht so mein Fall. Was ich ebenfalls doof finde, ist, dass es immer noch keinen Flat-Pedal-Schuh gibt, der irgendwie eine Lasche über den Schnürsenkeln hat. Und dann läuft die ganze Suppe in die Füße rein. Das finde ich nicht gut. Und fahren auf nassem Laub. Nee. Ja, das sind so die Sachen, die ich im Kern nicht mag. Gibt es denn keine knöchelhohen Schuhe, die so ein bisschen, also Winterschuhe in Anführungsstrichen als Flatpedal-Version? Muss doch geben. Also es muss doch ein Riesenmarkt sein eigentlich. Also ich fahre meistens im Winter von 510 die... Ich habe den Namen nicht ganz im Kopf. Es sind Freerider und die haben zwar keine Lasche drüber, aber die haben erstmal so ein DWR-Coating drauf, das heißt so eine wasserabweisende Oberfläche und sind zusätzlich noch so etwas gefüttert. Und das merkt man definitiv. Also die trage ich auf jeden Fall öfter. Ansonsten muss ich sagen, dass ich tatsächlich einfach dickere Socken anziehe oder öfter, wenn es halt wirklich krass wird, dann so Sealskins-Socken unter, so wasserdichte Socken. Aber die eigentlich nur im wirklich krassen Notfall, wenn ich weiß, es wird halt richtig, richtig nass. Aber wie heißen die? Ich gucke gerade mal nach. Ich finde sie aber gerade nicht. Doch, genau. Freerider EPS heißen die. Und die haben sowohl so eine knöchelschützende, so einen sehr, sehr hohen knöchelschützenden Schaft und sind zusätzlich mit so einem etwas besser gepolstert. Gibt es jetzt irgendwie seit 2-3 Jahren oder so. So eine Primer Loft Insulation. Sind die wasserdicht irgendwie, wenn du... Jein, also die... man sollte sich nicht komplett reinstellen. Also du hast auch einen relativ normalen, offenen Zungenbereich vorne. Also ist Moritz' Problem damit nicht gelöst. Weil das ist, glaube ich, das genau, was Moritz meinte, ne? Dass es in der Zunge halt reinläuft. Ja, es ist halt, da mache ich meistens im Reiniger, gehe ich mal so kurz rein, weil nass sind die Dinger ja eh. Naja, bei meinen Winterschuhen zum Beispiel passiert nichts, die sind wasserdicht. Und zwar bis über den Knöchel. Aber du hast Klickschuhe, oder? Na klar, ja. Ja, genau. Da haben wir auch mal welche getestet. Die auch gar nicht so verkehrt waren, von North 45 North hießen sie, glaube ich. Die waren relativ teuer, aber haben tatsächlich sehr gut funktioniert. Ja, na, Winterschuhe sind immer sehr teuer. Mhm. Aber wenn man da irgendwie mal vernünftige hat, die dann auch wirklich wasserdicht sind und gepolstert sind, das ist schon, das macht schon was her. Also ich bin da super empfindlich, was das angeht. Friere doch relativ schnell an den Händen und Füßen. Ja, ein guter Winterschuh ist da echt Gold wert. Und es ist ja eben, wie gesagt, denn doch manchmal noch nass, obwohl das sich noch nicht abzeichnet hier.
aber da einmal durch eine Pfütze fahren und die volle Ladung vom Vorderrad auf die Füße bekommen, das willst du halt echt nicht haben, wenn die Schuhe wasserdurchlässig sind, weil dann ist irgendwie der Rest der Tour irgendwie gelaufen. Und ja, das kann ich echt jedem nur empfehlen, sich da ordentliche Winterschuhe zuzulegen, die wasserdicht sind. Ja. Und das passiert meistens übrigens in den ersten 5 Minuten, wenn man losgefahren ist. Ja, das ist eben genau das Problem. Passt man nicht auf. Genau, ist gerade losgefahren. Und genau das sind eben so Kleinigkeiten, die einem die ganze Ausfahrt versauen können. Also wenn du losfährst und nach 5 Minuten sind deine Schuhe und deine Socken durchnässt oder deine Hände sind schon klitschnass und du hast dann eigentlich gar keine Lust mehr, noch irgendwie 25 Kilometer und 2 Stunden lang durch den Wald zu fahren, weil du eigentlich nur noch am Auskühlen bist. Das war für mich eigentlich so. Das hat sich bei mir in den letzten Jahren ziemlich geändert. Also ich glaube, die Häufigkeit, wie oft ich im Herbst und Winter unterwegs war und meine herbstspezifischen Klamotten- und Mountainbike-Produkte, das ist ungefähr ein linearer Zusammenhang. könnte man fast schon von Kausalität sprechen. Also ich finde, das macht tatsächlich Sinn, da ein bisschen, wenn man im Herbst fahren will, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und sich irgendwie Schuhe oder Handschuhe oder eine Jacke oder so zu kaufen, dass man halt einfach in der Jahreszeit auch viel Spaß haben kann. Ich finde, das macht einen riesigen Unterschied. Ja. Ja, lass uns schon mal über Bekleidung und speziell vielleicht auch einfach Tipps von euch, was Bekleidung angeht oder so, reden. Was nehmt ihr denn Wetter- oder Herbstspezifisches mit auf die Tour oder was müsst ihr eigentlich definitiv immer irgendwie anhaben, damit es euch gut geht im Herbst? Winterschuhe, also im Herbst kommt es auf die Temperaturen. Wenn es kalt ist, dann also sagen wir jetzt mal so typisches Herbstwetter, irgendwie zwischen 10 und 15 Grad, aber im Schatten schon ziemlich kalt. Und Schatten gibt es viel, weil die Sonne nicht mehr so hoch steht. Auch mal ein paar Pfützen, aber kein Regen von oben, aber halt feuchte Trails. Das ist für mich eigentlich so das Herbstwetter, also wenn wir von Herbstprodukten sprechen. Und vielleicht auch mal zwischendurch einen Regenschauer. Bei 15 Grad fahre ich eigentlich genauso wie im Sommer, da mache ich noch nicht viel. Bei 10 Grad sieht die Sache anders aus. Lange Hose ist dann angesagt irgendwann, weil die Knie, die mögen das einfach nicht, wenn es zu kalt wird. Die fangen bei mir an zu schmerzen dann nach einer Weile. Unterhalb von 5 Grad nehme ich die Winterschuhe, aber das ist ja jetzt nicht der Temperaturbereich, den du erwähnt hattest. Ansonsten einfach meine ganz normalen Fahrradschuhe. Die funktionieren bis ein bisschen unter 10 Grad problemlos, auch über längere Strecken friert man ja noch nicht. Über der langen Hose, das ist so eine, wie sagt man, so eine Tight, so eine Bib, da ziehe ich mir immer noch eine kurze Bikehose drüber, so eine Shorts. Der Grund ist, dass ich da denn Taschen dran habe für Telefon und Schlüssel und was man so braucht, dass ich da nicht irgendwie am Rucksack rummehren muss und außerdem sieht es nicht so, es sieht besser aus. ja, und dann kommt es drauf an, wie jetzt die tatsächliche Temperatur ist. Bei 15 Grad, wie gesagt, da will ich noch kurzärmlich fahren oder Dreiviertelarm. Bei 10 Grad habe ich schon ein Langarmtrikot an, was aufgeraut ist innen, was so ein bisschen fließartig ist. Und wenn es dann drunter geht, dann kommt auf jeden Fall noch eine winddichte Jacke drüber. Und da kommt es dann eben auch drauf an, ob die jetzt wasserdicht zusätzlich sein muss oder ob einfach so Windstopper reicht. Da gibt es ja verschiedene Varianten, die man tragen kann. Und ab 10 Grad, also 10 Grad und niedriger, habe ich auch immer noch so ein Schlauchtuch, so ein Buff um den Hals, weil da bin ich auch ziemlich empfindlich. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mir da Luft irgendwie reinzieht. Das geht nicht, ey. Flippe ich aus. Und das Teil gehört auf jeden Fall dann immer dazu. Ja. So Helm ganz normal. Unter 5 Grad habe ich dann meistens auch unterm Helm noch so einen Windstopper. So eine Kappe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie man die Dinger beschreibt. Die klappe ich aber hinten so hoch, dass man nicht sieht, dass die drunter ist. Na, immerhin. Das geht so optisch auch nicht. Aber ist einfach auch nicht angenehm, finde ich, wenn du da oben schwitzt und um Gefrierpunkt rum, die Verdunstungskälte, die macht sich echt bemerkbar. Das mag ich überhaupt nicht. Ja. Hannes, wie sieht es da bei dir aus? Wie sehen derzeit, oder wenn es jetzt noch ein bisschen kühler wird, wie sehen da deine Klamotten aus? Ja, wie gesagt, ich fahre ja untenrum ohne. Von daher muss ich einfach nur kurz unter der Dusche abduschen. Ja, baumeln lassen. Ja, genau. Bei 5 Grad baumelt da nichts mehr. Also. genau, ja.
Es kommt tatsächlich auch sehr auf die Temperatur an. Wenn ich weiß, es ist wirklich regnerisch und matschig, also richtig, richtig matschig, dann kommt meistens so eine Regenshorts zum Einsatz. Da habe ich seit 4 oder 5 Jahren von Alpine Stars eine, die ich halt bei diesen Sachen nutze. Alpine Stars Outrider WR, Werbung da, Markennennung. Eine sehr gute Hose, kostet auch nicht so maximal viel, aber hält den Regen wirklich gut ab. Da passen vor allem auch noch Knieschoner so dahin, dass sie nicht extrem gestört werden. Und was für mich, oder ich fahre auch sehr, sehr gerne ohne Jacke. Also eine Jacke ist, bedeutet bei mir eigentlich immer, egal was für eine Hightech-Jacke es ist, dass es irgendwie einen Hitzestau drunter gibt. Und deswegen versuche ich so viel, so lang wie möglich, eine Jacke zu vermeiden, weil gerade im Uphill nervt es wahnsinnig. Und dann wird man doch irgendwie, wenn man viel schwitzt, dann wird man unten drunter doch sehr klitschnass und dass man die ganze Zeit nur am Wechseln. Ich habe dafür, ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, es ist so ein Unterzieh, so eine erste Lage von Craft, suche ich gleich mal raus, die hatten wir auch irgendwann schon mal vorgestellt, da habe ich mittlerweile irgendwie eine zweite und eine dritte von gekauft, einfach aus dem Grund, wenn man öfter mal fährt, dass man nicht jedes Mal das Ding waschen muss, denn es ist so ein Polyesterzeug und das Gute ist, da ist ein so ein Windstoppermaterial drin von Gore-Tex vorne drin, geht bis hoch zu den Schultern und sorgt sehr effektiv dafür, dass man nicht auskühlt. Und da kann ich auch bei 12 Grad das Ding unterziehen und ein normales Kurzarmtrikot drüber ziehen. Das ist perfekt, weil das Hauptproblem, finde ich, ist im Herbst Biken ganz oft irgendwann der Wind, der halt reinkommt. Deswegen, also das Teil kann ich absolut empfehlen. Kostet auch nicht wahnsinnig viel Geld. Ich weiß auch nicht, ob es von anderen Herstellern das gibt, aber ich nehme das Teil seit vielen Jahren. Habe da, wie gesagt, jetzt mehrere Dinger schon von gekauft, ganz normal. Und suche ich den Link raus. Das funktioniert gut. Bufftuch muss auch immer sein, auf jeden Fall. Also wenn es halt, wenn es kühler wird, auf jeden Fall Bufftuch rein, weil ja, es halt effektiv und ich mag das auch nicht so wirklich. Schuhe fahre ich sehr lange so, wie es normal ist. Also die ganz normalen Schuhe, die kommen eigentlich bis kurz vor dem Winter zum Einsatz und dann vielleicht mal dickere Socken. Und sonst eine klare Brille kommt auf jeden Fall immer drauf, aber die habe ich halt meistens auch so an. Und was die Knie angeht, also sollte es nicht extrem kalt sein, da fahre ich dann auch mit langer Hose, aber wenn es nicht so extrem kalt ist, dann fahre ich einfach ganz normal mit dünneren Knieschonern. Das hat funktioniert wie so ein Knieling dann einfach irgendwie und man hat ein bisschen Schutz noch dabei und also ich fahre relativ lange komplett kurz. Ja. Und genau. Moritz, bei dir? Bei mir sieht es eigentlich ähnlich aus wie bei dir. Ich hatte jetzt vor kurzem schon mal so eine Situation, wo ich überlegt habe, oh, ziehe ich jetzt eine Jacke an oder nicht? Und habe dann auf die Jacke verzichtet, also hatte eigentlich nur ein langärmeliges Trikot an. Das war auch schon relativ spät abends und es war einfach so kalt. Mhm. Das ist kein schönes Gefühl. Deswegen habe ich ein Funktionsshirt an, da habe ich entweder so Billigteile von H&M, die nicht besonders toll sind, die muss ich jetzt auch dringend mal ersetzen. Oder von Endura habe ich mir ein langärmeliges Merino-Shirt gekauft, was auch gar nicht so teuer ist. Also es ist ein Funktionsshirt aus Merino-Wolle. Finde ich sehr, sehr angenehm. Trägt sich auch für ein Merino-Shirt sehr bequem, also ist nicht so kratzig. Darüber habe ich dann normalerweise ein Trikot an und je nach Wetter eine Jacke. Also wenn ich weiß, dass es regnen wird, dann kommt eine Jacke drüber mit einer ordentlichen Wassersäule und einer ordentlichen Atmungsaktivität. Oder was eigentlich mir jetzt für den Herbst noch lieber ist, ist, dass ich einfach eine Weste trage, die so ein bisschen den Wind abhält, ein bisschen Schutz gegen Wasser bietet und damit einfach mein Torso nicht so auskühlt. An den Armen ist mir das relativ egal, da wird es mir eher warm und da krempel ich dann bergauf die Ärmel hoch. Bergab kommen dann die Ärmel wieder runter, aber dann habe ich immer noch durch die Weste den Windschutz und wenn ich merke, es wird jetzt ganz warm, dann kann ich die Weste auch klein zusammenfalten und es mir hinten in die Bib reinstecken. Ansonsten fahre ich eigentlich auch so lang, wie es geht, mit kurzer Hose. Da habe ich derzeit noch nichts richtig Wetterfestes. Kommt jetzt aber demnächst, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil wir da verschiedene Herbstprodukte derzeit testen. Knieschoner, die, ja, also fahre ich immer mit. Eigentlich wegen der Schutzfunktion, aber
Herbst habe ich dann auch gerne mal welche an, die ein bisschen länger übers Schienbein gehen, einfach damit es da ein bisschen wärmer bleibt. Normalerweise normale Socken und normalerweise auch meine ganz regulären 5-10-Schuhe, wo ich aber das Problem habe, dass wenn die nass sind, dann sind sie eben richtig nass. Da habe ich noch keine ideale Lösung gefunden. Und ja, ansonsten ein Bufftuch oder Buff. Das gehört für mich eigentlich fest dazu, jetzt im Herbst, wenn es kühler wird. Normaler Helm und eine Brille mit einem klaren Glas. Ich bin jetzt vor kurzem zum Beispiel auch mal wieder mit Goggle gefahren und konnte mich da gar nicht dran gewöhnen, weil ich die bergauf so um den Hals hängen hatte nach hinten und wollte sie dann oben am Traileranstieg angekommen aufsetzen und die war einfach von innen und von außen komplett voll geregnet. Und sobald man die dann aufsetzt, ist sie beschlagen. Deswegen bin ich dann ohne Brille gefahren und ohne Brille bei Regen fahren macht irgendwie auch nicht so viel Spaß. Deswegen lieber eine etwas kleinere Brille, also eine normale Brille in Anführungszeichen, die man dann bergauf in die Trikottasche stecken kann und eben mit klarem Glas, also keine Tönung oder so, weil es ja im Herbst eher dunkel als hell ist. Goggle sieht auch, ich komme da nicht ganz, also ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig optisch irgendwie mit Halbschale, wenn man kein Rennen fährt, für mich. Mhm. Von da aus ein normaler Glauben. Ja, definitiv. Glauben. Ich meine, wenn ich im Herbst unterwegs bin, dann sehe ich sowieso irgendwann aus wie Sau, deswegen fände ich es jetzt nicht schlimm, da auch eine Goggle zu tragen. Ich habe mich eben noch nicht dran gewöhnt und weiß auch nicht, ob die mir zu sehr beschlagen. Muss ich jetzt nochmal ein bisschen ausprobieren. Ja. Brauchst du Abreißfolie auch für innen? Ja, Abreißfolie, fang mir damit bitte nicht an. Was macht ihr denn? Hat jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Abreißfolien so an einem typischen Trail bei schlechtem Wetter liegen oder auch bei irgendwelchen Rennen nach dem Training, da die Umwelt verschmutzen, dann könnte ich echt das Kotzen kriegen. Stimmt, die schmeißt man ja weg, ne? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, hey, krass. Die da sind aber Pull-off. Nee, mal im Ernst, das geht ja gar nicht. Total. Das wird mir gerade bewusst, was das für eine Sauerei ist. Ja, die sind schon in England, sind die bei den Rennen gebannt. Bei einem World Cup, da kannst du mit einem gelben Sack rumlaufen und wenn du unten bist, dann ist der gelbe Sack komplett voll. Krass. Das ist also dafür, dass wir eine Outdoor-Sportart betreiben und ja alle auch so ein bisschen ein Umweltbewusstsein haben, finde ich, geht das halt einfach mal gar nicht. Ja. Wobei es da mittlerweile jetzt schon andere Ansätze gibt von, ich glaube zumindest 100% hat es mittlerweile so, dass du halt so eine Art Rollo hast, was halt durchläuft und das auf der anderen Seite einfach wieder aufgerollt wird. Wie so ein Handtuch-Dings auf der Flughafentoilette. Ja, so ungefähr, ja. Und es soll auch wohl funktionieren. Ja. Also ich meine, das so funktioniert es und ich glaube, dass es nicht so sehr das Ganze in der Funktion nicht so sehr beeinträchtigt, dass das dreckige Band da wieder mit eingezogen wird. Aber du hast halt einen gewissen Bereich, der normalerweise halt dann zumindest für ein Rennen oder so reicht, keine Ahnung. Dass du da, also du hast dann so eine kleine Schnur an der Seite, da ziehst du einfach dran und dann zieht es einfach durch wie so eine Gardinen. Zack, Licht an. Kordel. Zack, Licht aus. Ja, genau, so ungefähr. Also muss ich gleich mal nachgucken, aber ich glaube, das könnte auf jeden Fall so ein Ansatz sein, um sowas halt ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Das ist wirklich, finde ich, auch ziemlich bescheuert mit mit den Folien. Hm. Ja. Jetzt muss ich doch nochmal eine Frage stellen. Was macht ihr denn, wenn wir jetzt mal den Herbst verlassen und schon mal Richtung Winter gehen? Das können wir irgendwann nochmal in Ruhe besprechen. Aber was macht ihr unterm Helm? Fahrt ihr bei, sagen wir mal, es sind minus 5 Grad oder sogar minus 10 Grad? Macht ihr euch was runter oder nicht? Ja, also ich auf jeden Fall. Dann irgendwann schon, ne? Also es gibt sehr, sehr unauffällige Unterhelmmützen, die man eigentlich überhaupt nicht sieht. Unterm Helm, beziehungsweise teilweise gehen sie eventuell noch über die Ohren, aber ich muss sagen, irgendwann ist es im Winter, ist es mir so egal, wie ich dann im Endeffekt aussehe, wenn ich weiß, dafür bin ich halt irgendwie warm, dass ich dann auch da so eine Unterhelmmütze anziehe. Alternativ kommt öfter mal so ein Bufftuch zum Einsatz, so ein dünneres, kurzes Bufftuch, was man einfach ja auch als Kopfbedeckung nutzen kann. Klappt man einfach so ein bisschen nach hinten, dann stört es auch nicht beim Fahren. Ja. Oder auf dem Kopf, brauche ich auf jeden Fall. Nicht zuletzt brauche ich es, wenn ich halt Rennrad fahre. Beim Rennradfahren ist es noch viel, viel krasser. Weil was da halt dann an kalter Luft durchzieht,
Ah gut, das ist dann immer ein anderes Thema. Aber ja, also irgendwann auf jeden Fall, auch weil der Schweiß, der im Endeffekt dann irgendwie so oder so auftritt, der kühlt den Kopf dann nochmal zusätzlich aus. Und deswegen, also so eine dünne Mütze, also ich meine, wir reden jetzt halt von Minustemperaturen, die ziehe ich dann auf jeden Fall an. Ja. Ja, ich eigentlich nicht. Aber wäre auch mal eine Überlegung wert, definitiv. Man wird ja also, nicht jünger. Also, nee, ich finde, es gibt, ist jetzt wahrscheinlich beim Rennradfahren oder beim Crosserfahren oder so nochmal ein anderes Thema. Ich finde, beim Mountainbiken gibt es noch größere Probleme im Winter, also noch andere Stellen, die stärker auskühlen. Da finde ich es zum Beispiel schlimmer, wenn die Füße komplett ausgekühlt sind oder wenn die Hände ausgekühlt und gefroren sind. Hm. Also das merke ich persönlich einfach mehr, deswegen okay. Lege ich da Wert drauf, dass ich zum Beispiel im Winter oder jetzt auch im Herbst, wenn es nass ist, gute, dünne, aber trotzdem wasserfeste Handschuhe habe oder im Winter vielleicht auch mal so ein paar Einweghandschuhe unter meine richtigen Handschuhe ziehe, weil das hält eigentlich ziemlich schön warm. Ah, echt, ja? Mhm. Jetzt meinst du so Latex-Handschuhe oder was? Ja, genau. Ja? Aha. Ja, die ihr sonst immer zum Sprayen benutzt. Das ist ja interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Das ist, das taugt, sagst du? Mhm. Cool, das muss ich mir mal merken. Weil ich hatte ich ja auch schon gesagt, dass kalte Hände geht gar nicht und manchmal ist es eben so kalt, kannst du sonst was für Handschuhe anziehen, da du ja die Finger nicht so, ja, nicht permanent bewegst und die Ruhen, die kühlen halt einfach aus und egal, was man für Handschuhe hat und da irgendwie eine Lösung. Gerade dann bergab, wenn deine Hände oben am Trail-Einstieg schon klitschnass und kalt sind und dann fängst du an, bergab zu fahren, die kühlen noch mehr aus und du hast einfach gar kein Gefühl mehr in den Fingern, mit denen du bremsen musst. Das ist eine Katastrophe. Ja. Deswegen mache ich, was ich zum Beispiel häufiger im Herbst mache, wenn es nasser wird, ist, dass ich mir noch ein zweites Paar Handschuhe in die Jackentasche packe, dass ich zumindest auf halber Strecke austauschen kann oder bergauf ein Paar anziehen kann, bergab ein Paar anziehen kann und das Bergab-Paar ist dann einigermaßen trocken. Siehst du, ja, lerne ich heute noch was. Das ist cool. Nicht schlecht. Ja, darum geht es ja auch. Ja, super. Ja. Ich habe euch den Link. Super. Ja, der Link. Ganz kurz, ich habe euch den Link kurz auch reinguckt. Könnt ihr euch mal angucken. Das ist diese besagte Brille. Die können wir einfach auch mal just for fun mit in die Shownotes dann auch packen. Man zieht also tatsächlich an so einem Pin an der Seite einfach und dann rutscht einmal die Folie komplett durch. Und man kann halt, sieht aus wie eine Filmrolle im Endeffekt. Und Sam Hill fährt diese Brille. Also wer diese tolle Brille von 100% nicht kauft, der ist eigentlich selbst schuld. Und er fährt nicht so schnell wie Sam Hill. 100% Acuri Forecast Goggle in damit einer Farbe eurer Wahl. Die kann sogar das Wetter vorhersagen. Ja. Muss nur ziehen und dann sagt die, morgen wird's warm. Du brauchst mich nicht. Wenn Daniel das hört, wie wir seine Produkte hier hypen. Meinst du wirklich Daniel? Nein. Ja. Gut, wir haben jetzt mal wieder so eine Pause. Was haben wir denn noch? Also, auch super praktisch. Ich feuer einfach mal weiter mit meinem Portfolio anfangen. Ja, genau. Schutzblech. Sieht doof aus, sieht aber nicht so doof aus wie so ein riesiger Matschstreifen, der sie über einen zieht. Habt ihr richtig so an die Sattelstütze geklemmt, so Schutzbleche oder was fahrt ihr da? Das sieht mir doch ein bisschen zu doof, ne? Wollte ich nämlich gerade sagen. Da gibt's doch dieses persönliche Grenzen muss es doch geben. Dieses unauffällige Motording. Ja, von Matthager. Ja, genau, das, Also, wichtig ist auf jeden Fall, das habe ich aber auch das ganze Jahr über eigentlich, ist so ein Marschguard irgendwie vorne, halt so ein Klassiker. Der hilft schon extrem viel, gerade hält der das Zeug ab, was man sonst in die Augen kriegen würde. Und an Oberkörper, also der macht sehr, sehr viel Sinn. Und dieser Matthager, ich hatte ihn auch mal Der Matthager, finde ich, macht noch mehr Sinn, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will. Weil er einfach das Vorderrad noch deutlich besser schützt. Also es fliegt noch weniger Kram rum. Sieht erstmal doof aus, weil es so ein riesiges Teil ist. Sobald er aber montiert ist, nimmt man ihn fast gar nicht mehr wahr, weil er einfach
über den Reifen geht und es ist halt ein schwarzes Teil, was über dem Reifen hängt. Finde ich jetzt nicht schlimm, sobald es mal montiert ist. Aber ja, eins von beiden sollte eigentlich dran sein. Also entweder der Marschguard ist ja so die klassische Lösung oder ein Mattagger. Ein Tipp aus dem Forum ist übrigens, sich das Ding selber seinen Plastikeimer zurechtschneiden. Mhm. Ja, kann man auch machen. Funktioniert auch. Würde ich fast überlegen, ob man das nicht einfach für 8 Euro irgendwo kauft oder für 10. Ja, ich habe mir sowas Ähnliches jetzt gerade letztens gekauft fürs Mountainbike von S-Savers. Weiß nicht, kennt ihr bestimmt. Ja, was man sich unter den Sattel klemmt, das habe ich fürs Rennrad und fürs Stadtrad und für einen Crosser eigentlich irgendwie immer im Rucksack beziehungsweise unterm Sattel verstaut. Die kann man ja so einmal umbiegen und dann verschwinden die unterm Sattel. Das habe ich mir jetzt fürs Mountainbike gekauft. Das ist einfach nur ein bisschen breiter, also der Reifenbreite angemessen. Habe ich aber noch nicht getestet, weil hat ja auch noch nicht so richtig geregnet. Weil so Schutzblech irgendwie an Sattelstütze und so, da habe ich auch nicht so richtig Lust drauf. Ja, ich finde die S-Saver, die sehen eigentlich ganz cool aus. Bin ich mal gespannt, wie deine Erfahrungsberichte auf dem Mountainbike sind. Also ich würde eigentlich denken, dafür sind sie zu klein. Andererseits, du, wenn man der ist Sitzen nicht klein. Hast du schon mal irgendwie einen ausgewachsenen Biber gesehen? Das ist wirklich, das Teil ist ein geiler Anmachspruch. Nee, wenn du so eine, sagen wir mal, 2 Liter Cola-Flasche irgendwie hinstellst, so diesen, diese Silhouette, diesen Querschnitt hat das Teil. Also das ist schon ganz schön groß. Aber ich werde es testen. Ich, keine Ahnung. Okay. Wer sich übrigens die volle Packung geben will, der sollte sich auch den Mattagger Rear Fender kaufen. Der ist auch, also Auffälligkeit neu definiert. Da fällt man definitiv in der Stadt mit auf und die Leute werden sich fragen, warum ist da kein Motor dran, obwohl der Hinterbau so aussieht. Also das Teil sieht wirklich, ich habe das noch tatsächlich rumliegen, weil wir es auch mal vorgestellt hatten. Ich gestehe, dass es in aller extremen Situationen zum Einsatz gekommen ist, aber es erfordert doch immer eine, das kann man nicht mal einfach so an- und abbauen. Das ist, da braucht man mit, ich glaube, 4 oder 6 große Kabelbinder und das muss an den Hinterbau und das ist ein Riesengewürge, bis das Ding irgendwie dran ist. Also ein S-Hiver, der ist ganz weitaus schneller irgendwie an den Sattel geklemmt. Aus wie so ein Gebläseauslauf von einer großen Klimaanlage, irgendwie so ein gebogenes Rohr. Wenn du von oben rauf guckst, krass. Ja. Aber sieht auf jeden Fall aus, als ob es effektiv sein könnte. Ja, ist es. Also tatsächlich. Je nachdem, wo du deinen Dämpfer hast, wenn der irgendwie über dem Tretlager drin hängt, dann bringt es für den Dämpfer zumindest nicht so viel. Aber dein Hintern bleibt trocken. Ja, wichtiger. Kostet mehr als ein Dämpfer. Ja, sieht auch schön aus, vor allem. Ja. Ja. Na gut, Schutzbleche, sind wir uns einig. Praktische Sache. Was gibt's noch? Hannes, wir hatten noch letztes Jahr mal so ein paar Spritzgeräte im Test. Ganz genau. Ist eine super praktische Sache, sich so einen mobilen Reiniger zuzulegen. Da haben wir 3 Modelle getestet. Einmal von Aqua2Go, dann hatten wir, glaube ich, den Mobi und dann einen von Kärcher noch. Mhm. Einen relativ kleinen. Die sind tatsächlich super sinnvoll. Da hat keiner von den dreien so wirklich nicht überzeugen können. Sind teilweise relativ teuer, beziehungsweise brauchte man bei dem Mobi, der etwas günstiger war, da hatte man dann leider keinen Akku. Das heißt, da muss man in einen sauren Apfel muss man irgendwie beißen. Ich weiß gar nicht mehr, den Mobi konnte man nur mit 12 Volt Zigarettenanzünder betreiben. Genau. Ist aber ja meistens sinnvoll, weil normalerweise kommt man an seinem Auto irgendwie an oder zu Hause steht das Auto halt vor der Tür. Also macht in den meisten Fällen irgendwie schon Sinn. Das Kabel war lang genug. Und die drei, die haben auch alle ziemlich ordentlich Bums gehabt. Da bis auf den Kärcher hat man eigentlich mit den beiden anderen Modellen hat man 2 Räder sogar richtig gut sauber bekommen, weil da 15 bzw. 20 Liter Fassungsvermögen im Tank, glaube ich, waren. Der Kärcher war relativ klein, dafür aber halt wirklich super mobil und kompakt und den konnte man überall mal eben schnell mit hinnehmen und die anderen beiden waren halt schon richtige Brummer dann, wenn die voll befüllt waren. Der Kärcher war eigentlich zu klein, um so ein richtiges Mountainbike mit beziehungsweise wir hatten ja 29 Zoll Fullies mit einer Umlenkung und so weiter, also bis man da den ganzen Matsch draußen hatte, da war der Kärcher eigentlich vom Volumen zu klein. Ja. Dann kann man doch einfach nachfüllen, also solange die Batterie noch Solange du
Nachfüllen, klar. Also irgendwie noch so einen kleinen noch ein Plastikkanister in den Kofferraum mit Wasser würde ja dann wahrscheinlich helfen, genau. Oder? Ja. Aber es ist halt nicht, es ist halt wie gesagt nicht 100% praktikabel, weil du musst wirklich eigentlich ein paar Mal, also zweimal musst du irgendwie schon nachfüllen und das dauert halt irgendwie auch. Aber ganz kurz noch, wie ist denn das bei den Teilen, die eine Batterie haben? Kann man die denn optional mit Zigarettenanzünder und Kabel betreiben oder ist das frei? Doch, konnte man, der Kercher jetzt nicht, beim Kercher ging es nicht, da konnte man einfach, da musste man ganz normal über einen Stecker laden, aber bei dem Aqua2Go, da war auch Aqua2Go optional, geht. Genau. Und das wäre ja dann sozusagen noch die, um den Einsatzbereich zu erweitern, wenn du jetzt irgendwie mehrere Bikes hast, dann nimmst du nämlich einfach ein paar Kanister Wasser mit und dann hast du eine Batterie im Auto und dann kannst du viele Bikes reinigen. Das ist echt kein Problem. Also ich glaube, wir haben die alle mit einer, wir haben mindestens drei Bikes sauber gemacht. Also geht auch mit Batterie schon sehr lange, sagst du? Ja, auf jeden Fall. Also das reicht also ganz locker für viele Bikes. Bevor die Batterie leer ist, hast du den dreimal komplett ausgeleert. Ich habe jetzt vor kurzem, wie eben schon gesagt, ich lagere mein Fahrrad in der Wohnung und deswegen muss das immer so sauber, wie es geht sein. Ich habe das jetzt vor kurzem mit dem Aqua2Go sauber gemacht, den habe ich hier privat. Ich finde, da hat dann das Volumen, ich glaube, das ist die 20-Liter-Version, das hat ausgereicht, um das Rad wirklich picobello sauber zu machen. Die Akkuladung hat auch definitiv ausgereicht. Aber weniger hätte das Volumen jetzt nicht sein dürfen. Also wenn man wirklich das Rad erstmal gründlich putzt, dann noch irgendwie mit Makoff oder so einsprüht und dann nochmal abwäscht, dann sollte es schon so eine große Version sein. Aber generell, also es hängt halt stark von den persönlichen Anforderungen ab. Also fährt man jetzt mit einem Auto irgendwo hin oder fährt man im Winter sowieso nur seine Hometrails, hat man einen Wasseranschluss, um einen Schlauch anzuschließen oder nicht. Ja. Für mich persönlich und meine Lebensumstände ist der Aqua2Go eigentlich so die beste Lösung. Generell ist bei unserem Tester aber eigentlich hängen geblieben, dass alle drei Varianten super praktische Lösungen sind. Ja. Eins wollte ich dazu noch anfügen, und zwar habe ich aktuell ein weiteres Modell, jetzt gerade frisch im Test, das wird auch gerade frisch benutzt, regelmäßig, und zwar hat Bosch jetzt auch, ist auch auf den Zug aufgesprungen und haben relativ neu dieses Teil auf den Markt geworfen, also auch so einen mobilen Reiniger. Der ist relativ teuer, der kostet auch ein gutes Stück über 200 Euro. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen, das Ding ist schon richtig gut. Der hat zwei verschiedene Aufsätze, ist alles integriert. Was für Leute, die Bosch-Akkugeräte besonders freuen dürfte, ist, dass da der klassische Bosch-Akku dabei ist, den man zum Beispiel für einen Akkuschrauber irgendwie auch nutzt. Welcher? Da gibt es nämlich auch von Bosch wieder zig verschiedene. Gibt es auf jeden Fall so den... Ist das 18 Volt oder weißt du das zufällig? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Aber zumindest kann man den theoretisch dann irgendwie zweckentfremden beziehungsweise ein anderes Bosch-Gerät damit betreiben. Das Ding hat auch, glaube ich, 16 Liter, das heißt, es reicht ja auch grundsätzlich für alles Mögliche. Ist relativ, obwohl 16 Liter in den Tank kommen, ist das Ding relativ kompakt und muss ich mittlerweile sagen, ist tatsächlich von allen vier Geräten, fände ich den Bosch, glaube ich, aktuell am besten, wenn dieser Preis nicht wäre. Ist das dieser Fontos oder wie der heißt? Ja, genau. Ja, okay. Und der ist wirklich gut. Volt, das ist tatsächlich der, den ich auch am Akkuschrauber habe. Cool. Und man kann das seinen Teil Hund damit sauber machen. Im Pressebild habe ich das gerade gesehen. Ja, du hast so eine Bürste noch zusätzlich dabei. Kannst du draufbauen. Funktioniert tatsächlich, haben wir auch ausprobiert beim Rad, funktioniert super für so einen Dämpferbereich oder so, wenn da wirklich viel grobes Zeug mit dabei ist. Guckt kurz ins Paper. Genau. Also das ist diese Lulli-Einstellung. Es gibt drei richtig, richtig heftig Hochdruck. Ist der Hund danach rasiert. Ja, darf das nicht unterschätzen. Also da ist echt ordentlich Bums hinter dem Bosch. Also ich würde fast sagen, der hat die meiste Power. Also wirklich, ich glaube offiziell ist es glaube ich noch ein Niederdruckreiniger, aber das wirkt schon fast wie ein Hochdruckreiniger. Also, jetzt keine Lager kaputt machen können, aber damit kriegt man alles sauber. Und diese Lulli-Einstellung, die auf dem Bild zu sehen ist, verlinken wir in den Shownotes. Bei dem Hund, das ist tatsächlich diese vierte, das ist so echt so Garten-Gießkannen-mäßig, die ist halt extra dabei. Ich habe noch das Bild danach. Warte mal kurz. Weil das lädt.
Scheiße, er lädt das nicht. Ich habe nämlich das Bild gefunden, wie der danach aussieht. So, mal hier noch. Ich hab, warte mal. Ja, genau so, ich habe es dran angeklickt. Also. Okay. Ja, genau. Also ich muss sagen, wie gesagt, relativ teuer, aber bisher mein Favorit und der Testbericht, der wird noch im Oktober kommen. Könnte gespannt sein. Ja, na, ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich habe hier eine Garage irgendwie und ich fahre fast ausschließlich von zu Hause bis nach Hause. Und ja, nach der Tour wird das Fahrrad ja eh nicht gereinigt, aber dann am Wochenende irgendwie dann schon mal. Und dann ja, habe ich einen ganz normalen Kärcher, der mit 230 Volt und Wasseranschluss funktioniert. Und mit dem bekommt man auch natürlich alles sauber. Und das Schöne ist, man hat so viel Zeit, wie man will. Es saut einen allerhöchstens die Einfahrt irgendwie zu. Mit dachte, Dreck, aber das kann man wegfegen, wenn es trocken ist und dann ist alles schick. Ich dachte fast, ihr nutzt keinen Wasseranschluss, sondern einen Sandstrahler einfach, weil der ja auch so einen Trails hat. Mach ich dreimal, dann ist der Rahmen weg. Sehe ich aus wie der Hund hier auf dem zweiten Bild. Also alle Brandenburger Radfahrer haben nur Raw-Rahmen. Ja, genau, Carbon Raw. Ja, also wie gesagt, das bringt es gerade für Leute, die ihr Rad nicht irgendwie in den Keller stellen können, dreckig oder in die Garage, lohnt sich doch so ein mobiler Reiniger echt gut. Und wenn ihr günstig unterwegs sein wollt und ein Auto zur Verfügung habt oder einen 12-Volt-Stecker irgendwo, dann guckt euch den Mobi an. Der ist nämlich echt immer sehr günstig und zweistellig irgendwo zu haben. Genau. Ansonsten, wir verlinken natürlich den Test von unserem mobilen Reiniger. Da seht ihr alle Infos auf einen Blick nochmal von den dreien. Und ja, ist eigentlich für jeden Preis und Einsatzbereich halt einer dabei. Moritz hatte erwähnt, dass er da noch irgendwie so Mackoff oder was beim Reinigen einsetzt. Kannst du mal erklären? Weil ich nehme eigentlich immer nur Werbung der Marken. Ja, beliebiges anderes Reinigungsmittel. Ich nehme eigentlich immer nur Wasser. Daher die Frage jetzt, bringt das was? Also was bringt es? Ja, bringt was. Ja, ich finde schon, dass es was bringt. Ja. Es bringt einen gewissen Glanz. Okay, ich habe ein mattes Fahrrad, von daher ist das wahrscheinlich an der Stelle vollkommen egal, oder? Ne, also ich finde, es löst den Dreck halt sehr gut und bleiben auch meiner Meinung nach weniger Wasserreste dann zurück. Auch wenn ich da immer sicher gehe, dass ich das Rad danach nochmal abtrockne. Ja. Ja. Und wie machst du einfach vorher einsprühen oder erstmal nass machen, dann einsprühen? Also normalerweise weiche ich das Rad einmal ein mit dem Reiniger, also mit dem Aqua2Go. Dann sprühe ich Mackoff oder ein anderes Reinigungsprodukt drauf und dann kommt das alles im Schlauch ab. Ja. Okay, und das macht man. Und wenn es irgendwelche Stellen gibt, die jetzt total krass vermatscht sind, dann hole ich da vielleicht nochmal die Bürste vorher raus. Ja. Und das alles unten am Fluss, direkt am Ufer, das ist. Da muss man dazu sagen, dass das tatsächlich, dass es alles biodegradable ist. Zumindest von Mackoff. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Reinigern ist, weil ich tatsächlich, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, ich habe das auch Mackoff zu Hause stehen. Und das soll aber alles biologisch abbaubar sein. Ich mache es jetzt nicht direkt am Fluss, aber ich mache es theoretisch hier normal auf der Straße. Ja. Und gut, aber was ja noch mit abgewaschen wird, ist ja eben Zeug vom Fahrrad, also irgendwelche Ölreste und so, und die sind ja nicht abbaubar. Also da an der Stelle gibt's. Ich benutze ja das Wachs beispielsweise. An der Kette, ja. Und genau, an der Kette. Und sonst ist eigentlich Dämpfergabel. Ja, aber das Zeug, ehrlich gesagt, normalerweise mit dem Reiniger, das kommt eigentlich nicht mit ab. Also normalerweise wische ich das tatsächlich extra ab. Also gerade was Dämpfer und Gabel angeht, da gehe ich meistens vorher mit einem Tuch bei oder einem Taschentuch und wische da tatsächlich einfach die einmal über den Dämpfer so rüber, weil normalerweise kriegt das der Wasserstrahl eh nicht weg, das Zeug. Ja, das stimmt, das klebt. Weil das ein bisschen angepackt ist und ja, und dann danach, also das sind, glaube ich, dann echt nur noch Minimalreste, die dann mit dabei kommen. Könnte man sich tatsächlich mal überlegen, wie das tatsächlich ist, aber das Problem hat ja dann eigentlich jeder Mountainbiker irgendwie. Ja, na klar, nicht. Ja. Mir ist es nur so eingefallen. Also ich habe mir da auch bisher noch nicht so Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo das Thema Reiniger gerade kam. Also wichtig ist bei dem Zeug, oder ich mache es auch so wie Moritz, ich lasse es halt nur noch ein paar Minuten einwirken meistens, wenn es dann draufgesprüht ist.
Und ja, 5 Minuten später, was anderes brauchst du eigentlich dann nicht. Also, okay. Ich glaube, ich kaufe mir auch mal sowas. Probier das mal aus, ob das was bringt. Ja. Cool. Gut. Fändet ihr noch irgendwie das Setup an eurem Rad jetzt für den Herbst oder für den Winter? Vielleicht als abschließende Frage. Na, nicht direkt, aber ich fahre ja eh nur Cross-Country Hardtail. Da ist das Setup relativ einfach. Da muss man nur die Gabel einstellen. Und die kontrolliere ich sowieso regelmäßig auf den korrekten oder auf die korrekten Drücke. Und aber da ändere ich großartig nichts, weil es einfach nicht so wichtig ist wie jetzt bei einem in Anführungsstrichen richtigen Fahrrad, wo es halt ein richtiges Fahrwerk gibt, was harmonieren muss, also wo Hinterbau und Gabel miteinander abgestimmt sein müssen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei kaltem Wetter doch nochmal irgendwie anders funktioniert als bei 30 Grad. Aber das könnt ihr bestimmt jetzt schön erläutern. Also ich mache tatsächlich auch nicht viel. Ich verringere meistens ein bisschen den Druck in den Reifen. Das heißt 0,1, 0,2 Bar gehe ich öfter mal runter, je nach Wetter, weil man einfach mit ein bisschen weniger Reifendruck doch ein bisschen mehr Grip noch hat. Und es ähnlich auf die Geschwindigkeit mir dann groß ankommt und deswegen. Aber mehr mache ich eigentlich nicht. Also am Dämpfer- oder Gabel-Setup, das belasse ich eigentlich so. Man muss im Normalfall damit klarkommen, dass wenn es halt wirklich kalt wird, kalt im Sinne von Minusgraden, dass die Dämpfer- und Gabelfunktion einfach nicht mehr so gut gegeben ist wie bei warmem Wetter. Einfach, weil was die Viskosität angeht vom Öl und was weiß ich. Einfach die Funktionen sind nicht mehr so ganz da. Aber da man halt eh ein bisschen langsamer auf den Trails unterwegs ist, stört es mich überhaupt nicht. Genau, sonst mache ich persönlich, wenn ich nochmal nachdenke, also ich bin da mit einer Lampe unterwegs und die ist halt eher an meinem Helm festgeschnallt. Ja, ich habe meistens halt ein Rücklicht noch dran. Ja, sehr wichtig, habe ich auch. Habe ich da meistens immer einfach dran. Das verbleibt da einfach und wenn ich dann doch mal in die Dämmerung komme, dann mache ich es halt an. Ja, und ja, meistens so ein Mini-Frontlicht habe ich dann, wenn ich weiß, es wird auf jeden Fall dann irgendwie ein bisschen dämmerig nachher, dann mache ich halt beide eigentlich an. Damit ich halt durch die Stadt, also ich fahre durch die Stadt immer wieder nach Hause und dann wäre es sonst doof, da gab es schon mal eine kurze Unterhaltung mit der örtlichen Polizei, weswegen ich denn kein Licht am Fahrrad hätte. Und normalerweise habe ich immer Licht am Fahrrad und genau deswegen. Was du dir überhaupt erlaubst, ne? Genau. Ja, das geht ja gar nicht. Ja, Moritz, bei dir, veränderst du was an deinem Fahrrad? Ja, schon ein bisschen, also wie du gesagt hast, ein bisschen weniger Druck in den Reifen. Jetzt für den Herbst werden auch andere Reifen draufkommen, also irgendein Matschreifen vorne. Hinten weiß ich noch nicht genau was, aber irgendwas grobstolligeres. Ja, und dann, wenn's kälter und die Trails langsamer werden, dann spiele ich auch ein bisschen am Fahrwerkssetup rum, dass ich da auch eventuell ein paar PSI vorne und hinten rauslasse und das ganze Fahrwerk vielleicht ein bisschen langsamer einstelle. Also das ist die Geschwindigkeiten sind einfach nicht so hoch wie im Sommer auf staubtrockenen Trails. Und deswegen kommt man da auch mit einem etwas softeren Fahrwerk besser zurecht, beziehungsweise eignet sich eigentlich besser für solche Wetterverhältnisse. Ja, aber das war es eigentlich außer Fahrwerk und Reifen. Ändere ich eigentlich nichts. Gut, ja, dann sind wir doch eigentlich ganz gut gewappnet, würde ich sagen, für den Herbst. Ja, der Herbst kann kommen. Haben wir was zum Herbstthema? Ich glaube, wir sind relativ weit durch. Produktempfehlungen haben wir ja quasi auch schon ausgesprochen mit unseren Reinigern und so und den verschiedenen Geschichten. Mir fällt gerade auf, Moritz, wir nehmen einfach die Shownotes, wir haben unser Herbstspezial eigentlich schon fertig. Ja. Eigentlich schon. Wenn du so reinguckst, passt das eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Und der Löwe, der kommt wieder als Titelbild, der zweite Löwe, Markus. Ja. Zum Bild. Der ist geil, oder? Ja, ja, schließen wir mal direkt an den Herbst an. Und zwar geht es um den Winterpokal. Markus, für die Leute, die nicht wissen, was der Winterpokal ist, kannst du uns das in 2 Minuten kurz erläutern, was das ist? Ich kann das viel schneller erläutern. Der Winterpokal ist ein Wettbewerb, der bei MTB News seit, so jetzt muss ich überlegen, 2003, auf jeden Fall schon seit über 15 Jahren in jedem Winter ausgekämpft wird. Es
geht darum, die Leute im Winter zum Radfahren oder überhaupt zum Sporttreiben zu animieren. Das ist ja, also bei uns dreien jetzt kein Problem, habe ich gelernt. Wir fahren zu jeder Jahreszeit, aber viele Leute machen es normalerweise dann doch nur im Sommer. Und es geht darum, möglichst viele Leute auch im Winter aufs Rad zu bekommen. Und da haben sich damals Leute, ich weiß nicht in welchem Unterforum das war, haben sich einen Pokal ausgedacht, wo es für jede Radfahreinheit nach gefahrener Zeit Punkte gibt. Das wurde anfangs noch in einer großen Excel-Liste verwaltet. Da hat dann irgendwie jeder im Forum gepostet, wie viel er gefahren ist. Und einer hatte halt die Wahrheit zu Hause in Form dieser Excel-Liste und hat dort immer eingetragen und sortiert nach Punkten. Was für ein Aufwand. Ja, das war in der ersten Saison und in der zweiten Saison habe ich mich dann hingesetzt und habe das kurz als Webanwendung programmiert. Und dann konnten die Leute mit ihrem MTB News Forum Account ihre Einheiten dort direkt eintragen. Rankings wurden automatisch berechnet und so. Irgendwann später konnten dann auch Teams gegründet werden. Dann konnte man halt zu fünft, also bis zu fünf Leute in einem Team, in der Teamwertung um den Winterpokal kämpfen, beziehungsweise sich innerhalb des Teams vergleichen. Und ja, so ist das halt über die Jahre gewachsen. Bei Rennrad News gab es dann auch. Es kam dann irgendwann Strava-Support hinzu, also dass man einfach seine Einheiten von Strava importieren kann mit einem Klick. Und in der letzten Saison gab es noch ein neues Feature, dass man die Daten von allen anderen Saisons, die es vorher gab, Saisons heißt das so, aus allen anderen Jahren auch noch in den Winterpokal integriert hat und man kann sich die alten Rankings angucken und so ein bisschen vergleichen. Und es gibt zeitgleich damit dann auch ein All-Time-Ranking, also von Anfang an. Und wenn man da mal reinguckt, dann ist es schon echt ziemlich krass, was die Leute so über die Jahre zusammengefahren sind an Kilometer, an Zeit. Das ist wirklich unglaublich. Ja, das ist eigentlich der Winterpokal. Den gibt es jedes Jahr wir hatten immer, ich glaube, der erste Montag im November bis zum letzten Sonntag im März. Ich habe das vor zwei Jahren eigenmächtig geändert. Und zwar, war jetzt nicht so schlau. Ich habe es auf den Tag gesetzt nach der Zeitumstellung, also der Montag nach der Sommer-Winter-Zeitumstellung. Und genauso im März dann auch, ist ja meistens der letzte Sonntag, an dem auch die Zeitumstellung ist. Jetzt, wo wir dann ab nächstes Jahr keine Zeitumstellung mehr haben, ist das natürlich wahrscheinlich nicht so schlau gewesen, der Zug, das auf diesen daran festzumachen. Aber ich denke, so letztes Oktoberwochenende, der Montag danach ist immer der Start, können wir so lassen. Ja, und dieser Winterpokal, der ist jetzt schon in den Startlöchern. Wir haben seit vorgestern die Funktion freigeschaltet, dass sich die Teams gründen können. Das ist immer, zwei, drei Wochen vorher machen wir das immer, dass sich die Leute schon mal zusammenfinden können, ihre Teams aufbauen können und um dann am 29. Oktober in diesem Jahr loslegen zu können. Genau. Nur ganz kurz, du bist ja, oder beziehungsweise du hast ja gesagt, du hast es eigenmächtig geändert, um die Ernsthaftigkeit dieses Spaßpokals ja im Endeffekt dann zu betonen. Was ist denn daraufhin passiert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht war es mein größter Fail. Nee, ich weiß es nicht mehr, was danach passiert ist, ehrlich gesagt. Ich müsste nachgucken. Aber ich glaube, es ist Leuten aufgefallen auf jeden Fall. Nee, es ist nicht nur Leuten aufgefallen, sondern ich erinnere mich an sehr viel wütendes Feedback tatsächlich, weil viele Leute ihre Saisonaufbauplanung und ihre Winterpokalplanung wirklich auf den Tag genau eigentlich zurechtgelegt haben und letzten Finalwoche dann quasi nochmal richtig Gas geben oder irgendwelche Sachen vorhaben und auf einmal wurde der Winterpokal halt, ich glaube, vorgezogen war es, glaube ich. Ja, ne? So irgendwie genau eine Woche vorher ist er gestartet. Genau, eine Woche vorher und da gab es richtig viel Stress irgendwie seitens der ambitionierten Winterpokalisten. Ja, genau. Das war schon sehr krass. Ich erinnere mich, ja, sehr geil. Nee, es war nämlich genau immer der erste Montag im November und die Zeitumstellung ist aber immer am letzten Sonntag im Oktober. Und wenn der Sonntag jetzt auf den 26. oder so fällt, dann fing der eben am 27. an. Ja, und nicht am, keine Ahnung, 3. November oder was. Und, da sind einige Leute, stimmt, ich erinnere mich, die fanden das nicht so geil. Ja, aber es ist einfach ein großer Spaß. Es geht ja um nichts. Es kann jeder eintragen, was er will. Schlussendlich bescheißt man sich selbst, wenn man irgendwie da Blödsinn einträgt.
Und für mich persönlich ist der Winterpokal auch so der Wettbewerb innerhalb des Teams, der bis zu fünf Leute in einem Team. Ich bin traditionell eigentlich schon seit, nicht seit immer, aber schon seit einer ganzen Weile mit Hannes zumindest in einem Team. Und wir beide betteln uns auch immer so ein bisschen um die Krone in unserem Team, weil in der Gesamtwertung habe ich sowieso keine Chance auf überhaupt nichts. Da freue ich mich, wenn ich irgendwie in den Top 1000 bin. Ja. Aber im Team, es waren zwei Punkte jetzt in der letzten Saison, die du vor mir warst. Also es war sehr knapp und das Ziel ist natürlich für mich, mehr Punkte zum einen zu bekommen als in der Vorsaison. Das Ziel habe ich in jeder wie Saison. Wie immer eigentlich. Ja, wie immer. Und natürlich mehr Punkte als du zu bekommen. Das ist ja wohl klar. Das wird aber auch, ich versuche etwas dagegen zu setzen. Ja, ich weiß. Du wirst wahrscheinlich wieder, wie in allen anderen Jahren auch, mich einfach komplett deklassieren. Ja, wir werden sehen. Ja, also ich freue mich riesig drauf. Ich habe noch ein paar Änderungen in diesem Jahr vorgenommen am Winterpokal. Wir hatten, seit wir diese All-Time-Rankings drin haben, also alle Daten seit 2006 sind, glaube ich, drin. Vorher konnte ich sie nicht mehr auftreiben, ist die Ranking-Berechnung sehr, sehr langsam geworden über die Jahre, weil es halt Millionen von Einträgen sind und die müssen aggregiert werden und aufsummiert und nach Saisonen gefiltert und nach Strava und nicht Strava gefiltert werden. Und es gibt schlussendlich echt so viele einzelne Ranking-Berechnungen, die durchgeführt werden müssen. Und das hat einfach die Hardware nicht geschafft, die wir da haben. Und da habe ich jetzt was gebaut, was das möglich macht. Ich will da, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist langweilig und das Resultat ist das, was zählt. Und das Resultat ist, dass das Ranking jetzt super schnell angezeigt wird, dass es da keine Probleme mehr gibt. Und eine zweite Funktion, auch sehr oft gewünscht, wurde bestimmt schon, 50 Mal an mich herangetragen. Die Archivfunktion, also der Zugriff auf alle eigenen Einträge, die man jemals gemacht hat. Man konnte in einem Winterpokal immer nur die Einträge der aktuellen Saison sehen. Es gibt jetzt eine Archivfunktion, mit der kann man sich alle Einträge, alle eigenen Anträge einzeigen lassen in einer schönen Liste. Und es gibt einen Button zum Download. Man kann sich die als CSV-Datei runterladen und kann dann im Excel oder sonst wo selbst nochmal Auswertung machen, gucken, was über die Jahre passiert ist und so. Das, denke ich, ist ein schönes Feature, was viele Leute freuen wird. Was mich da an der Stelle jetzt mal interessieren würde, für die, die hier zuhören und im Winterpokal dabei sind und diese Funktion nutzen und in Excel Auswertung machen, welche Auswertung macht ihr und wäre das vielleicht was wir auch in den Winterpokal einbauen können als Statistik-Feature oder so. Also wenn es da irgendwelche Ideen gibt auch von euch, schreibt sie uns einfach mal in den Kommentaren. Wir sind da auf jeden Fall gewillt, die umzusetzen, wenn sie sinnvoll und umsetzbar sind. So viel dazu zum Winterpokal. Eine letzte Frage noch. Moritz, nimmst du eigentlich auch im Winterpokal teil? Ich nehme es mir mal vor, aber mach's nie. Okay, dann würde ich sagen, du kommst dieses Jahr in unser Team und machst es. Das motiviert mich jetzt. Und dann gucken wir einfach mal. Wer ist noch drin? Tobi ist noch Thomas? Drin, unser geschätzter Kollege Tobias Stahl. Und dann haben wir noch eine Position vakant, aber ich denke mal, die wird Thomas bekommen. Ja. Und dann sind wir komplett. Klingt nach einem schlagkräftigen Team. Das denke ich auch. Ich hoffe mal, dass wir unter die Top 300 kommen mit dem Team. Was hatten wir letztes Jahr? Weißt du das noch? Ja, ist immer so. Das geht immer gut los. Und dann springen so zwei, drei Leute ab irgendwie. Und dann bleiben noch zwei übrig. Ja, genau. Und Nee, ich würde mich freuen, Moritz, wenn du auch dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Okay. Dann, muss ich wohl teilnehmen. Cool. Ja. Ihr müsst mich motivieren, regelmäßig da Sachen zu machen. Mhm. Machen wir. Ja. Gut. Okay. Ja, dann hätten wir den Winterpokal auch durch. Seid ihr noch da? Ich bin da immer. Ah, sehr gut. Ich nicht. Klang gerade. Schläfst du schon? Kannst du auch nicht schlafen? Es klang gerade so, als hätte es eventuell wieder ein Fail gegeben. Und nee, das war dein Stuhl, der geknackt hat. Ja. Wir haben noch ein paar Restthemen. Und zwar
kommen, wir sind eigentlich durch, ne? Winterpokal, Herbst, ja, und so weiter. Wir sind jetzt auch schon wieder eine Stunde 20 unterwegs. Ja, bis, ja. Sollten auch demnächst zum Ende kommen, weil Markus will ja Fahrrad fahren. Ich wollte es nicht gerade sagen. Geht die Sonne im Winter so früh unter. Ja. Und das wird dann auch kommen kühler. Wir und dann, ja. In den Herbstbereich der Podcastlänge. Und zwar mit unserer beliebten Rubrik Schaut, was ich gekauft habe. Und ja, wir haben ein paar Neuerwerbungen immer wieder. Markus, was gab es denn bei dir? Was zu saufen wahrscheinlich? Natürlich. Das wusstest du doch. ja, ich habe mir eigentlich nichts gekauft, außer gestern Abend habe ich noch schnell eine Bestellung abgeschickt für 2 Flaschen Gin. Die eine hatte ich schon mal erwähnt, ein Tanqueray Rang Pur. Der hat sich in der Zwischenzeit zu einem meiner Lieblings-Gins hochgearbeitet. Und ja, er bekommt Gesellschaft von einem Tanqueray Flor de Sevilla, glaube ich, heißt der. Ich habe es jetzt gar nicht so im Kopf. Der auch Zitrusaromen haben soll, so wie der Rang Pur, allerdings in Richtung Orange. Das kenne ich noch nicht, den werde ich testen. Der wurde so im Doppelpack verkauft für einen guten Kurs und da habe ich direkt zugeschlagen. Sehr schön. Moritz, gab es bei dir was? Nee, eigentlich nicht. Also, ich habe gerade noch mal meine Banking-App gecheckt, ob ich irgendwas Geld ausgegeben habe. Ja, also irgendwie bin ich recht sparsam, merke ich so. Ja. Wenn ich das nach meiner Banking-App machen würde, dann würde ich wahrscheinlich immer denken, oh, ich habe mir ein Haus gekauft am Monatsende. Und oh mein Gott, wie viele Krankenhaustage hast du gehabt für die Abbuchung vom Krankenkassenbeitrag? So, das sind die Sachen, die so beide immer so richtig reinhauen. Ich könnte jetzt erzählen, was ich mir demnächst gekauft haben werde. Futur 3 aber. Geht Futur 3 Berlin. erzähl es uns einfach beim nächsten Mal. Ja, genau. Dann ist werde es, ich das schon gekauft haben werden. Genau. Ja. Ich habe mir was für unseren Podcast tatsächlich gekauft, und zwar einen Mikrofonhalter, der dieses wunderbare Mikrofon vor mir jetzt in der Luft schweben lässt und ich muss nicht mehr einen Bremsenkarton von SRAM nehmen, auf dem das Mikro draufsteht. Werbung der Markennennung. Das finde ich auch immer ganz nervig, wenn wir mit der Aufnahme unseres Podcasts beginnen und ich merke, das Mikrofon hängt ungefähr auf Höhe meines Bauchnabels. Ja. Und ich muss mich entweder ganz weit runterbeugen oder irgendeine Kiste suchen, auf die ich das Mikrofon stellen kann. Oder wie heute meinen Schreibtischstuhl nach ganz unten fahren. Oder Variante 4, dir so einen höhenverstellbaren Schreibtisch kaufen und das Ding einfach ganz bequem nach oben fahren. Ja, nee. Das war eine der ersten 3 Varianten. Oder Variante 5, du kaufst ja auch so ein wirklich, das war echt so ein China günstiges Ding, was aber für den Zweck vollkommen ausreicht. Ich glaube, für 15 € oder so habe ich mir das Gerät gekauft und es funktioniert tatsächlich. Kann man direkt dieses Mikro, was du auch hast, dieses lustige silberne Simson, das kannst du da direkt dran schrauben und ist direkt ready to go. Das hat tatsächlich jetzt wirklich viel Sinn gemacht, auf jeden Fall. Und dann hat Variante 6, ich habe noch Variante 6, das ist so wie Hannes das zum Anfang immer macht, einfach das Mikrofon schön hinstellen, alles ausrichten und so und dann doch vergessen, das zu aktivieren und über das Mikrofon im iMac reinsprechen und sich wundern, warum so ein Riesenecho am Start ist. Das erste Mal war es Moritz. Ja, ja. Du hast jetzt werden hier deine Fehltritte auf andere abgewälzt. Also bei dir war es jetzt 2-mal in Folge, Hannes. Ja, das stimmt. Aber wir haben es doch Gott sei Dank, haben wir alles, das nicht jedes Mal noch bemerkt. Im Griff, ja, ja. Wir haben dich Gott sei Dank darauf hingewiesen. Ja. Solange hier das Rekording ich selber höre mich ja nicht. Ja. Ja, und dann ist mein Stadtrad mittlerweile, ich glaube, über 4000 Kilometer bewegt worden und benötigt einfach jetzt mal neue Reifen. Und da habe ich mir die ganz klassischen Schwalbe-Marathon-Reifen gestern noch gekauft, auf dass sie die nächsten 4.000, 5.000 Kilometer halten. Ja, und das wär's von mir auch tatsächlich. Was sind denn das, so eine Glatten, die an der Seite so ein leichtes Profil haben? Ja, genau. Ja, die Reifen, die halten so Trekking-Reifen, sowas in der Art, ne? Ja, sag mal, kennst du nicht den Schwalbe-Marathon? Nee. Der Klassiker. Der Schwalbe-Marathon ist das Tempo-Taschentuch unter den Taschentüchern. Ich habe es gerade mal hier in DuckDuckGo reingehauen in die Bildersuche. Ah ja, den gibt es in verschiedenen Profilen, sehe ich gerade. Ja. Hm. Ich nehme mal den Schwalbe-Marathon Gravity, der hat nämlich Matschstollen. Nein, Quatsch.
Das ist der klassische so Reflexstreifengedöns. Baron heißt der, ne? War das so? Ja. Da würde Conti, würde sich, glaube ich, etwas nerven. Ja, okay. Der Schwalbe Baron. Na, Bobby, ja. Bobby Baron oder so muss der dann heißen. Ja, genau. Ja, das wär's dazu. So, jetzt haben wir noch unsere Rubrik Kein Thema, wenig Regeln. Was haben wir denn da heute, Moritz? Mein größter Fail. Was war das denn für ein Geräusch? Welches Geräusch? Es klingt so, als ob hier irgendjemand in einem Heizungsraum podcastet. Echt, ist das so? Es ist immer so ein metallisches Schlagen, Klunkern. Das ist vielleicht meine Tastatur? Im Hintergrund. Nee. Keine Ahnung. Viel hohler. Na egal, mein größter Fail. Euer größter Fail. Schießt los. Oh, ich habe mal einen Podcast aufgenommen und und habt irgendwann zwischendrin gemerkt, dass die Aufnahme gar nicht lief. Und das war schon ziemlich blöd, weil ich alles nachträglich einsprechen musste. Zum Glück hatten meine Podcast-Kollegen jeweils so ein lokales Recording. Das heißt, die Tonspuren waren da, aber meine war weg. Und dann musste ich das alles nachträglich einsprechen. Hat echt viel Zeit gekostet. Huh. Du hast deine Lektion gelernt. Jein. Also auch in Bezug auf MTB News habe ich vor vielen, vielen, vielen Jahren, lass es, keine Ahnung, 2012 gewesen sein oder 2013, irgendwie sowas rum, da ist irgendwann diese lustige Jugendsprache so modern gewesen, wo man diesen Buch, also das Wort 1 durch die Ziffer 1 ersetzt. Also hier, was ist das für eins Leben von Life her und sowas. Also geil. Und da gab es eine Chrome-Erweiterung, die aus allem eine 1 einsetzt. So. Auf einer Webseite, ne? Du schaust dir eine Webseite an und überall, wo die Buchstaben IIN hintereinander auftreten, hat er eine 1 rein. So, und das war in unserem internen Chat, war das in diesen Tagen das absolut große Thema und wir haben alles irgendwie weiß ich nicht, aus Jux und Dollerei irgendwie genutzt und haben da selber so gesprochen und ich habe mir diese Erweiterung runtergeladen, um die 10 Minuten wieder runterzuschmeißen, weil es zu doof war, weil Spiegel Online und Tagesschau und was weiß ich, das liest sich dann einfach auf Dauer ein bisschen doof. Was jetzt aber passiert war, ich hatte einfach, ich glaube, es war irgendein kleiner Testbericht oder so, ich hatte ihn noch offen und ich hatte das Editor-Fenster in der Zeit, wo ich es runtergeladen habe, auch noch offen. So, und ich hatte das automatisch nochmal aktualisiert und das ganze Ding war halt online und ich guckte später in die Kommentare rein und dann lese ich nur irgendwo überall, also Leute, ich meine Jugend und modern sein und so hin und her, aber warum müsst ihr jetzt dieses mit den 1 und so, warum müsst ihr das jetzt in Testberichten auch noch reinschreiben? Was ist das denn für eine Scheiße? Man kann das ja überhaupt super schlecht lesen. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass tatsächlich in diesen 10 Minuten, in diese App installiert war, das überall in diesem Testbericht auch übernommen wurde und der Testbericht aussah wie Kraut und Rüben, weil überall die Buchstaben E, I, N durch eine 1 ersetzt waren und es las sich wie das Tor zur Hölle. Also nicht nur in der Anzeige der Webseite, sondern auch in dem Editor, da wo du den Artikel bearbeitet hast. Das war das Problem. Ja, ne? Ach, genau, großartig. Da hat er das Original halt alles umgebaut. Es ging Gott sei Dank, es wurde relativ schnell bemerkt, ich glaube noch 10 Minuten oder noch weniger, nach 5 Minuten, nachdem es die ersten 3 Leute sich beschwert hatten, konnte ich es Gott sei Dank auf eine vorherige Version wieder zurücksetzen. Und die App war ja eh schon runter, aber das ist tatsächlich so einer meiner Fails, die mir so im Gedächtnis blieben, die einfach in die Kategorie sehr, sehr dumm gehören. Unfassbar geil. Aber im Endeffekt auch im Nachhinein ganz lustig waren. Auf jeden Fall. Weil wir eigentlich schon mit der Zeit am Ende sind, kann ich euch jetzt meinen größten Fail leider nicht erzählen. Ach, ich wollte gerade sagen, es war so still, Moritz versucht drum rumzukommen. Nee, ich erzähle sogar 2 große Fails. Einmal habe ich versucht, ein Kettenschloss von einer 12-fach-Kette zu öffnen und es hat nicht geklappt. Und erstens kann ich überhaupt gar nicht am Fahrrad schrauben und zweitens, wenn ich dann doch mal am Fahrrad schrauben muss, werde ich der dümmste und gleichzeitig aggressivste Mensch der Welt. Also so richtig stumpf. Und ich habe dieses
dieses beschissene Kettenschloss nicht aufbekommen. Ich habe gedrückt und ich habe gedrückt und ich habe mit viel Druck gedrückt und ich habe mit wenig Druck gedrückt und ich habe von links gedrückt und von rechts gedrückt und mit der Zange gedrückt und das hat nicht geklappt, ging nicht auf. Ich will nicht wissen, wie viel ich an den Nachmittag geflucht habe und irgendwann kam raus, dass ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gedrückt habe. Das war ein sehr großer Fail. Es ging dann super leicht auf. Ach. Und ich glaube, ich wurde schon währenddessen darauf hingewiesen, dass ich in die andere Richtung drücken muss und habe es in meinem Zorn einfach ignoriert und mir gedacht, nein, das kann doch nicht sein. Ja, und der andere Fail war, als ich mal zum World Cup nach Andorra geflogen bin und mich hier entspannt in die S-Bahn zum Flughafen in Frankfurt gesetzt habe, hatte mir überlegt, ja, ich bin lieber mal ein bisschen früher da, bei so einem innereuropäischen Flug, irgendwie anderthalb Stunden vor Abflug würde ich ganz gerne am Flughafen sein, damit ich noch in Ruhe mein Gepäck aufgeben kann. Dann ist mir die S-Bahn vor der Nase weggefahren, ich musste eine Viertelstunde auf die nächste warten und habe mir so gedacht, ja, irgendwie eine Stunde 15 oder eine Stunde 20 vorher wird ja auch noch ausreichen mit Gepäck aufgeben und dann entspannt einchecken. Und dann habe ich mir irgendwie mein Ticket angeschaut und habe auf die Uhr geschaut, als ich in der Bahn saß und habe gemerkt, oh, ich bin einfach mal eine Stunde zu spät aus dem Haus. Und wenn ich gleich am Flughafen ankommen werde, dann sind es auch ungefähr 20 Minuten bis, ja, bis irgendwie, bis ich im Flugzeug sitzen muss und ich nach Barcelona fliege. Und das, ja, war dann stressig, aber ist zum Glück nicht zu einem Fail geworden, sondern dank kurzer Fußwege hat alles noch hingehauen, ohne dass ich rennen musste. Das Schöne ist, wir haben einen wunderbaren Live-Ticker die ganze Zeit bekommen in unserem internen Chat, ja. wie weit ja. dann ist und ja, das war sehr schön. Ja. Das war toll, da hat sich selbst meine Mutter über mich lustig gemacht über Instagram. Geil. Haha. Du Penner. Von mir hast du nicht. Ja, genau. Okay, wie war denn euer Bier? Hannes, dein Fail-Bier. Also das Heineken 0,0 war in Ordnung. Ein solides Pilz mit alkoholfreiem Geschmack. Ich muss sagen, besser als so ein Standard-Pilz ohne Alkohol. Aber ja, es toppt eigentlich nichts, diese IPAs, die ich in letzter Zeit auch öfter mal hatte. Aber das ist so für zwischendurch ganz nett und schmeckt nicht ganz so süßlich malzig, sondern eher tatsächlich wie ein Bier. Ja. Und wie war euer Kaffee? Na, ja, das bin ich, ne? Ich hatte Kaffee. Ja, ja. Ja, 5 Sterne gerne wieder. Der Manaresi ist wie immer ein Traum. Ich hatte, glaube ich, gesagt, wie lange trinke ich den? Keine Ahnung, seit einigen Jahren. Seit 7 Jahren nippst du schon daran. Ja, und ich habe immer mal wieder auch andere Sorten natürlich probiert, aber es kommt da einfach nichts ran. Und auch da machte dieser jetzt keine Ausnahme, einfach großartig. Ja, mein Espresso war auch lecker und meine Mio Mio Mate Original hat wie jedem Mio Mio Mate Original geschmeckt, nämlich gut. Sehr gut. Ja. Dann kommen wir tatsächlich fast zum Ende und zwar mit unserer allerletzten Rubrik, die wir letztes Mal neu ins Leben gerufen haben und zwar die Empfehlung zum Schluss. Ich habe da auf jeden Fall ein bisschen was für die Ohren und für die Augen. Markus, hast du irgendeine Empfehlung? Warte mal. Nee. Mir ist vorhin was durch den Kopf gegangen. Und dann wollte ich es notieren und dann haben wir, das war vor der Sendung, dann haben wir irgendwie gequatscht und dann, ich konnte mich nicht mehr dran erinnern, mir ist es bis jetzt nicht eingefallen. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein, wenn ich jetzt ein bisschen drüber nachdenke, während du erzählst. Okay, ich habe wieder so ein paar kleine Sachen und zwar, den höre ich jetzt auch schon eine ganze Weile, hatte ich aber letztes Mal nicht erzählt und zwar auch wieder ein Podcast, der heißt Frisch an die Arbeit und ist von Zeit Online, ist ein Interview-Podcast, der ein bisschen kürzer ist als andere wirklich richtig lange Interview-Podcasts, also immer so eine Dreiviertelstunde meistens. Und der interviewt auch sehr spannende Leute, die man durchaus kennt aus der deutschen Medienwelt oder von Buchautoren über Schauspieler bis hin zu Musikern oder einfach ja irgendwelche CEOs von bekannten oder nicht so bekannten Firmen.
Und da geht es in erster Linie tatsächlich um Arbeit und wie man an die Arbeit rangeht, an die jeweilige. Und das ist sehr kurzweilig und sehr hörenswert für zwischendurch. Und mein Serietipp wäre Ozark, auch nicht mehr ganz neu. Da ist jetzt die zweite Staffel von draußen. Wer Breaking Bad gesehen hat, der wird die Serie sicherlich gut finden. Ist sehr spannend. Ich bin noch nicht, oder wir sind noch nicht ganz fertig mit der zweiten Staffel, aber definitiv eine sehr packende Serie. Es geht um Kriminalität, einen sehr großen See und einen Jason Bateman in Höchstform. Das heißt, er. Arrested Development, Jason Bateman. Ist das ja, aber keine Comedy oder was? Herum. Nee, es ist keine Comedy. Okay. Es hat seine komischen Momente, aber in erster Linie ist es doch eine etwas gangsterige Serie. Okay. Aber sehr gut. Und okay. Mein Musiktipp ist das Album Nie von Finn Kliemann. Hatte ich, glaube ich, mal von erzählt, als ich mir meinen Plattenspieler auf eBay ersteigert habe. Das war für dieses Album, was ich hier auf Vinyl tatsächlich auch schon öfter gehört habe. Und das ist für Leute, die sonst deutschen Singer-Songwriter-Kram überhaupt nicht mögen, so wie mich, tatsächlich eine Chance, das eventuell doch zu mögen mit diesem Album, weil es einfach gut gemachte Musik ist. Ja, das wären meine Empfehlungen. Cool. Moritz? Nee, habe ich keine. Auch nicht. Nee, leider nicht. Ja, nee, genau. Nächste Mal dann. Dieses Emoji, was du gerade bei dir eingetragen hast, kannst du auch bei mir eintragen. Ja. Okay. Deswegen kommen wir jetzt auch zu, oder Markus, ist es dir eingefallen, was du empfehlen wolltest, oder spielt dir da das Alter einen Streich? Nee, ich war jetzt total konzentriert auf das, was Hannes erzählt hat, deswegen hatte ich keine Zeit zum Nachdenken und natürlich ist nicht das Alter schuld, ist ja wohl klar. Nein, aber ich werde zum nächsten Mal werde ich irgendwas haben. Ich notiere mir mal was, wenn mir was einfällt und dann gibt es auch mal wieder eine Empfehlung von mir. Ja, gut, dann kommen wir jetzt bitte zum Schluss und zwar bewertet uns. Genau. Wenn ihr uns fleißig Bewertungen gibt, egal ob positiv oder auch sehr positiv, dann wird sich Markus größte Mühe geben, damit wir bald auf Spotify zu hören sein werden. Bis dahin bewertet uns bitte bei iTunes, lasst uns eine Rezension da, das hilft uns und das hilft euch, weil es gibt euch ein gutes Gefühl. Und postet natürlich auch in den Kommentaren, welcher Podcaster euer Lieblingspodcaster von uns dreien ist. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir einen Preis aus unserer Top-Secret-Box. Genau. Vielleicht kennt ja jemand von euch jemanden, der bei Spotify arbeitet, den man da mal irgendwie auf einem kürzeren Weg belästigen kann als irgendwie Kontaktformulare und E-Mail-Adressen, die nicht gelesen und beantwortet werden. Das ist ein echt trauriges Thema mit der Spotify-Geschichte. Ja. Können wir das nicht YOLO-mäßig meine einfach normal hochladen wie alle? Was? Können wir das nicht so YOLO-mäßig hochladen wie alle anderen auch? Nee. Dann geben wir das halt aus der Hand. Nee, eben genau. Egal. Nicht. Nee. Ja, meine Empfehlung bis dahin, boykottiert Spotify, hört lieber Amazon Prime Music oder was gibt's denn noch? Google Music oder so heißt von das. Von Windows gibt es bestimmt auch irgendwas, ja. Oder? Ja. Napster. Oder, nee, Tidal. Ihr müsst alle Tidal hören. Ja. Das hört ist doch von Radio. Ja, genau. Radio, das Beste aus den 90ern, 80ern und von heute. Ja. Gut. Habt ihr noch was auf dem Herzen? Nee, doch. Ich muss jetzt unbedingt Fahrrad fahren. Und ich bin total hibbelig und muss jetzt los. Ja, aber das ist nicht so richtig was auf dem Herzen, aber ich wollte es euch wenigstens wissen lassen. Wenn ihr jetzt bestimmt noch weiterarbeiten müsst, ne? Markus, kannst du bitte nochmal checken, ob du die Aufnahme auch wirklich aufgenommen hast? Oh, Penner, ey. Kartoffelsticker. Ey, ich habe den Fehler nicht. Sehr gut. Nee, ist alles gut, hier sieht prima aus. Ja, gut. Wir fragen nur lieber nach. Ja, ist ja richtig. Das wird wahrscheinlich jetzt nie aufhören, jedes einzelne Mal. Ja. Ja, Markus, dann beeil dich bitte beim Fahrradfahren, weil bis 18 Uhr muss der Podcast fertig geschnitten hier auf dem Tisch liegen. Ja. Ja, morgen um 8 Uhr wollten wir nämlich rausschicken. Genau.
Genau. Sicherlich. Gut. Tschüss, ich bin weg. Alles klar. Von daher, viel Spaß beim Sinne. Radfahren. Dankeschön. Euch auch viel Spaß beim Arbeiten. Bis bald. Alles Gute auch beruflich. Ja, ciao. Haut ja. rein. Ja. Mit sportlichen also, Grüßen. Tschüss. Ciao. Happy Trails. Kette rechts.